Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Naja, schauen wir uns mal das Event an. Ein Shuttle-Event. Ach, ist das spannend. Ich freue mich, ja. Shuttle-Event durch und durch, wird zu nichts anderem. Bleibt ein langweiliges Shuttle-Event. Ein tolles Rerun-Event. Weil wenn es allein als Belohnung den KDP-Gründer Picard gibt mit diesen Werten, dann habe ich ja richtig Bock auf das Event. Aber so richtig. Boah. Zwei Skiller mit 1144 und 164 möglichen ist halt ein bisschen unterwältigend. Ist das ein Rerun oder ist das ein neuer Linus? Der sieht irgendwie nicht. Also hatten wir nicht schon mal so einen? Ja, das ist ein neuer. Hatte ich auch nachgeschaut. Wie sieht denn der andere aus? Ich habe das Gefühl, sieht doch gleich aus, oder? Ich meine, der hat ja auch nur gefühlt 3-4 Szenen, also hat mich auch überrascht, dass der einen zweiten Charakter kriegt. Oh, warte. Okay, der eine Line ist. Guckt nach links und genauso auf. Der, genau, der eine guckt leicht nach links, der andere leicht nach rechts. Der eine hat seine rechte Hand auf Brusthöhe, also der jetzige, wo er den Kommunikator bedient. Und der andere, der hat seine linke Hand an der Nase. Ui. Das ist doch, also. Da hat das kann, ich würde daraus eine eigene Folge machen. Ja. Bedarf es einem neuen Charakter. Und er hat andere Schuhe an. Wirklich, ja, gut, so. Okay. Lass uns gelten. Oder einfach mehr Details an den Schuhen. Der Rest ist gleich. Das ist ja von, sie bringen jetzt einen neuen Charakter raus mit der Uniform, die sie jetzt bei Discovery gar nicht mehr tragen. Mhm. Das heißt, es ist nicht mal der Linus jetzt aus der vierten Staffel, sondern es ist Linus dritte Staffel. Spoiler, Linus kommt nochmal vor. Hey, du bisher haben sie in jeder Staffel von Discovery irgendwas mit der Uniform gemacht. Ja. Ja, also wie ihn gibt's zu holen? Es gibt 5 Sterne. Föderation, Sternflotte, der Mensch, inspirierende kulturelle Persönlichkeit, Musiker, Kommunikator, 2 Skiller mit Scheißwerten, danke dafür. Dann gibt's Ash Tyler, Fire, Mensch, Föderation, Sternflotte, Taktiker, Scharfschütze, Pilot, Romantisch, Klingone mit, naja, 4 Sterne zum Wegwerfen. Mhm. Den Alexander, KV ist Alexander, Mensch Klingone, für den hat es zu gar nichts weit dran gereicht. Mensch Klingone aus. Oh Gott, ey. Aber hey, so viele, wer ist das, Traits, die er hat, in so vielen Sammlungen ist er auch drin. Ja. Ja, und dann gibt's den neuen Linus. So einen neuen Befehl finde ich auch gut. Hätte man auch weglassen können. Zumindest das ist der Startwert. Ja. Absolut. Also bei Linus nicht ganz verstehe, warum da steht herausgefordert. Er drückt einen Kommunikator. Ist das schon die große Herausforderung im 32. Jahrhundert? Ja. Da steht doch, is having more trouble than most crew members learning to use a personal transporter. Was ist denn eine Herausforderung? Muss ultra schwer gewesen sein, herauszufinden, dass wenn du zweimal drauf drückst, du auf deine Standardstation landest. Als du dich an den Running Gag in der dritten Staffel noch erinnerst. Was ist der eigentlich für eine. Für einen Rang? Saurianer. Ja. Also Rang? Boah, keine Ahnung. Okay. Das ist, kennst du das, was Marvel und Star Wars gemacht haben? Irgendwelche random witzigen Viecher einbauen, damit der Zuschauer was zum Lachen hat? Mhm. So diese kleinen knuffeligen Dinger, die bei Luke Skywalker in dem einen Film waren oder keine Ahnung, irgendwelche witzigen Sachen bei den ganzen Marvel-Superhelden-Dinger. Ja, so das ist das und sowas. Genau, ungefähr dasselbe ist er für Discovery. Mhm. Ich könnte nicht sagen, auf welcher Station er arbeitet. Ich könnte dir nicht sagen, was sein Rang ist, was er für Hobbys hat, welches Quartier er hat, was er wirklich tut den ganzen Tag.
Ist halt da und ist lustig. Ist halt da und ist lustig. Der wurde in Staffel 2 eingeführt, indem er im Fahrstuhl jemanden angenießt hat. Aber gut, wenn ich meine, die Brückencrew, die, das ist das Einzige, was ist, was wir über Reese wissen, ist das mit dem Vulkan, mit dem Orkan dann, ja. Okay. Wird es bei Linus noch ein paar Staffeln dauern, bis wir über den mehr erfahren. Tragische Backstory. Sind eigentlich Reese und der andere, der von der Kommunikatorstation, sind die hier schon bei Timelines drin? Boah. Nee, ne? Kann mich jetzt nicht erinnern. Aber Linus kriegt schon seinen zweiten Charakter. Weil er einmal in der einen Folge seinen Kommunikator berührt hat und ich wusste, wie er darüber geht. Und in der anderen hat er jemanden ins Gesicht gerotzt. So kommt man in Star Trek Timelines. Das ist ja rotzfrech. Okay. Also Linus ist Saurianer, Föderationssternflotte, verzweifelt und einfallsreich. Mhm. Mit, ja, den Werten, die machen es nicht zum besonders Wegwerfen. Spannend. Ja, eine Sammlung. Schiffsfähigkeit, okay. Ja. Ist vorhanden. Check. Ende. Ja, das ist das tolle Shuttle-Event. Wuhu, da habe ich Bock. Ja. Ich nicht so. Okay, dann schauen wir uns mal das nächste Event an. Ein Bauevent, Konvergenztag. Lol, Gott sei Dank hast du vorgelesen. Ich habe Konferenztag gelesen. Ich sah halt auch noch alles diplomatisch aus. Entschuldigung. Ja, vor allem so zweimal Picard drin. Zweimal Quark. Ja. Zweimal Q. Ich sehe doppelt. Mein Gott. Wie viel hast du schon wieder Intus? Wir haben den Lieutenant Ogawa. Mensch, Föderationssternflotte, Arzt, Taktiker, verzweifelt und einfallsreich. Ja, das ist die nochmal Werte hier. Mhm. Die ist neu. 1300... 400 mögliche, 3 Skiller, zweiter Skill über 100, über 1000. Medic Security Combo. Ah, das, so sieht's doch schon mal besser aus. So sollte ja, mal, es sein, auch, Sir. Ich wollte gerade sagen, so heißt auch die Schiffsfähigkeit. So soll's sein. Ja, auch in 2 Sammlungen drinne. Kann mich nicht an die Folge erinnern, aber. Okay. Achter Kinofilm, Krankenstation. Oh. Ja, gut. Ist schnell einzugrenzen, weil sie hat nur in einem Kinofilm mitgemacht, nämlich im 8. und also dazu passt diese Uniform. Im 9. und im 10. kam sie nicht vor. Okay. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie im 7. vorkam, aber im 7. haben sie ja noch die Serienuniform entweder von TNG oder von Deason eingetragen. Mhm. Ja, dann haben wir Galen. Mhm. Mensch, kostümiert, brutal, Geheimagent, Schmuggler, Musiker, Sterne für die Föderation. Wieder Werte zum Wegschmeißen. Oh. Mhm. 700, nicht mal 800. Eieiei. Eine Collection. Auf der rechten Seite 2 Sterne Enterprise DBK vom Beginn an. Der erste Charakter, quasi, den sie reingehaut haben. Machen sie. Wir müssen so. Die Leute anlocken. Wie machen wir das? Wir geben einfach jedem erstmal Picard und dann freut er sich. Wobei, man hat ja die Auswahl, welchen Captain man nimmt am Anfang. Ja, aber allein schon die meisten werden... Picard. Kann sein, ja. Aber allein schon die Tatsache, dass du das da wählen kannst mit dem und das. Also die beliebtesten, come on, das ist doch einfach nur Futter für die Fans. Mhm. Und dann haben sie irgendwann die Dinge auch reingebracht, hier die Burnham. Für die neuen. Wenn man neu startet, ja, kann man sich auch für Burnham entscheiden. Yay. Aber Picard weiß ich noch, der hat mich durch sämtliche Missionen gebracht am Anfang, weil er gute Werte hatte. Der war sehr hilfreich. Bei den ganzen Kadetten. Der 2 Sterne?
Mhm. Oh, stimmt, ganz am Anfang. Oh Gott. Ganz am Anfang waren die Missionen doch noch so einfach. Du bist immer so easy peasy durchgekommen. Und dann irgendwann ging es halt einfach gefühlt nicht mehr weiter für lange Zeit. Ja. Aber bei den Kadettenmissionen war der echt ganz gut dabei. Also an den Tagen, wo halt wo keine Frau im Fokus war oder keine Alien. Das, wo man sich früher noch Gedanken machen musste. Ja, Mittlerweile alles im Autoplay. Schon lange in der Kiste. Kannst Motten zerfressen. Ja. Magst du weitermachen? Ja, Moment, war wieder nach. Ist in die Rerun, wa? Mhm. Q, menschlicher Q sogar. Verzweifelt, clever, Halunke, Astrophysiker und Mensch. Mit dem Outfit wäre ich auch verzweifelt. Das ist aber so ein typisches TNG-Outfit, was irgendwelche, keine Ahnung, zivilen Wissenschaftler oder sowas immer getragen haben. Ja, hätte Wesley auch tragen können. Ja. ja, Werte unterwältigen, ne? Du der Ordensbruder. Okay. Lese ich auch ganz zum ersten Mal. Und eine Sammlung. Ja. Da unten gibt's keinen Charakter mehr. Nee, bin ich auch gerade gescrollt. So. Oh, warte, aber. Community-Belohnung? Aber hallo. Okay. Da geht's aber ab. Oh. Oh. Weil das sind wieder Werte, die keiner erreichen wird. Das gab's doch schon mal. Vielleicht haben sie es einmal im Jahr, wo sie das quasi haben, dass es mal mehr Belohnungen gibt. Bitte, was? Das hat wie viel? Muss man erstmal die Null eingrenzen. 10 Milliarden, glaube ich. 80 Millionen, 8 Milliarden. Ja, 8 Milliarden und 10 Milliarden. Ja, what the fuck? Das war doch beim letzten Mal so, dass das keiner erreicht hat. Dass es zu krass strukturiert war letztes Jahr. Dass dann irgendwie nur die. Und jetzt meinen sie, mit weniger Spielern kriegt das jemand hin? Okay, viel Glück. Dass man nur das Vorletzte oder so erreicht hat. Das Letzte hat man. Das hat nicht alle geschafft dann. Oder hat halt keiner geschafft, weil die Community-Belohnung nicht erreicht wurde. Ja, und jetzt mit weniger Spielern? Na, das klappt bestimmt. Kommt mir jetzt schon sehr viel. Ambitionierte Ziele fordern heraus, also. Ja, aber dann bitte, was weiß ich, ein Skirmish-Event, aber nicht ein Bau-Event. Ja. Ja. Es kommt halt ungünstig. Die konnten, also sie haben sich gesagt, cool, wir bringen jetzt kommt eine richtig geile Community-Belohnung raus zu dem und dem Tag, aber da bringen wir ein Shuttle-Event. Ja, können wir leider nicht ändern. Ja, ein Bau-Event, Entschuldigung, nicht Shuttle-Event. Also, ganz ungünstig gelaufen vom Timing her, aber immerhin tun sie was. Also fleißig reinhängen, Leute, dann schaffen wir die 10 Milliarden. Ja. Ich steuere so durchschnittlich meine 30.000 bei pro Event. Rest müsst ihr dann bringen. Rechnet euch das jetzt hoch auf 10 Milliarden. Also nur noch 9 Milliarden. Ist doch klar. 999.900. Nee. Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mathe ist geil. Oder wie mit Killy schon wieder. Ja, Tilly. Gott, hör auf, gleich nachher zischt die hier noch durchs Wohnzimmer. Und wenn ihr den Namen dreimal hintereinander sagt, wie Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, ist es dann jetzt Tilly, Tilly, Tilly. Oder okay, Google. Oder okay, Google, ja, natürlich, das geht auch. Wie bei deiner Folge von deinem Star Trek-Spiel. Erstmal Google gemeldet, Folge 1. Ja, stimmt. Ich habe es heute nicht ganz gerafft. Also, mittlerweile hört das Ziel. Also, du musst ja mittlerweile nicht mehr okay, Google sagen. Hallo, Handy, okay, Google, okay, Google, okay, Google. Es reagiert gerade gar nicht. Mhm. Okay, Google, es passiert immer noch nichts. Aber ich habe da irgendwas als. Ach doch, jetzt reagierst du. Okay, Entschuldigung. In der Folge habe ich ja noch nie mal was in die Richtung gesagt. Ich habe irgendwas erwähnt und dann sagt die, ja, das ist irgendeine
Musikband aus keine Ahnung was. So what? Nee. Technik. Oh Gott. Kann ich Technik, erinnern. Vertrauen wir ihr? Ja oder nein? Also mein Handy heißt Zorro und deins? Zoran. Gott, hör auf, ey. Wenn mein Handy so heißen würde, würde ich es gegen die Wand werfen. Kack! Lebe! Ja, und dann haben wir noch ein Zielereignis. Ja, du meinst Player's Choice generally? Das mit Saru. Ja, genau, das heißt Player's Choice irgendwas. Kann sein, ich bin gerade in den Shuttles drin. Ah, erwischt. So. Genau, Player's Choice generally. Geht noch für 25 Tage. Und es ist eigentlich wie das letzte Monat. Viele Ziele zum Abschließen. Und dafür gibt es dann immer wieder mehr Sarus, die man sammeln kann. Das war ja so dieses, man hat sich entscheiden können, da war im May, glaube ich, gemeinsam, wie wir das gemacht haben, die Folge. Das war die erste Folge, die wir neulich wieder gemacht haben, wo das vorgestellt wurde, die Abfrage, genau. Ja, oder Umfrage. Halber Adira oder Saru, dann ist eben Saru geworden. Ziemlich deutlich, also knapp vor Kalba und ziemlich deutlich vor Adira. Also scheinen mehrere keinen Bock auf Adira zu haben. Fand ich interessant, dass es nicht nur mir so geht. Und Sarus hat dann geworden und der, den kann man jetzt wieder viermal sammeln. Ja. Und ja, die Ziele sind wieder ganz nett. Wieder kann man halt im Laufe der Zeit, innerhalb des Monats, sich schön einteilen, wann man was machen möchte. Finde ich ganz gut. Und es gibt offenbar diesmal keine Shuttles, keine 200 Shuttles wie beim letzten Mal. Nee, dafür gab es Raumcampe, glaube ich, oder sowas, oder? Ja, Ship-Battles, genau. Aber das hatten sie eh schon letztes Mal auch. Wo man die USS Shenzhou fliegen sollte. Star Trek Discovery Leute soll man aufleveln. Den Saru kriegst auch aber auch aufleveln. Reichlich Chronitonen, finde ich, weil also ich habe die 250 Schiffskämpfe schon durch, aber ganz ehrlich, 250 mal 30, also ist ja das Minimum, wenn du den Chronitonen-Ersparnis-Ding noch drin hast, das geht echt auf die Chronitonen, das Ding, ey. Naja, du musst es ja, theoretisch müsstest du es ja jetzt noch nicht machen. Du kannst ja auch jeden Tag die Dings machen, die Arena-Kämpfe, da zählt das ja auch. Zählt ja auch als Schiffsbattle. Da sparst du eigentlich Chronitonen dafür so auszugeben. Ja, dann müsste ich daher die User Shenzhou fliegen. Die Shenzhou wirst du ja haben. Ja, habe ich auch, sonst hätte ich sie nicht completed, aber ich habe die da nicht eingestellt bei den Arena-Dingern. Ja, kannst du ja machen. Aber ist gut, also das wusste ich echt nicht, dass die gelten für sowas. Werd ich mir dann fürs nächste Mal merken. Weil ich habe die dann jetzt einfach so durchgeballert, die 250 Kämpfer in einem Tag. Theoretisch bräuchtest du nämlich gar keine Chronitonen ausgeben, weil du dann 25 Tagen das machst. 25 Tage, 10 Kämpfe. Wenn man halt so lange warten möchte. Ja. Nicht schon, würde sie ausgeben, ja. Hochleveln mag. Also ich habe ihn jetzt aktuell... Oh Gott, das sind immer diese Fenster, die hier doppelt aufgehen. Ich habe ihn auf Level 99 3 Sterne. Okay. Wieso denn Level 99? Also. Ich habe ihn übrigens noch gar nicht, weil dachte, ich hole den gemeinsam ab mit euch. Lieber. Aber nein, schon auf 3 Sternen. Not bad. Ja, mir fehlen nur noch die restlichen Herausforderungen. Dann kriege ich ihn das vierte Mal und dann kann ich ja dieses Fuse Saru so und so oft das letzte Item abholen, was es da gibt. Mhm.
Man könnte wahrscheinlich auch eine perfekte Reihenfolge daraus schaffen. Ja. Theoretisch. Man kann sich das Leben auch richtig viel mit ganz tollen Aufgaben und so überspielen. Ein paar Excel-Listen. Mhm. Weil es gibt ja zum Beispiel fürs Level-Up gibt es ja diese Submikronen-Scanner oder wie das heißt. Man ausschaut wie so eine Pistole. In 3 Sternen. Und das wird man halt wahrscheinlich brauchen, wenn der noch ein relativ kleines Level hat, weil es halt das Blaue ist. Das heißt, es lohnt sich, das wahrscheinlich zu fokussieren. Während die Battles für die Shenzhou, da gibt es ja dann 5-Sterne-Item. Das wird man wahrscheinlich erst am Ende brauchen. Ja, das heißt, man kann sich dann so ein bisschen anschauen, alles gleichzeitig so ein bisschen zu machen. Nicht alles auf einmal oder eins extrem zu fokussieren und den Rest liegen zu lassen, weil ja, so fällt man vielleicht um Belohnungen um, die man sonst auf anderem Wege craften müsste. Und ja, wie vorher erwähnt. Ja, es ging. Ja? Mhm. Nee, mach du zuerst. Wie vorher erwähnt, man kann das reinpacken als. Wenn man jetzt in die Arena geht und auf die Vision beitreten, könnte man dann bei Kampfstation wechseln, das Schiff wechseln. Und dann habe ich eben da zum Beispiel die USS Shenzhou drin. Das Praktische ist, da merkt sich auch die Crew von dem anderen Raumschiff. Das heißt, man muss dann nicht immer überlegen, warte, wen hatte ich da jetzt drinnen? Sondern man kann einfach das Schiff wechseln und dann seine 10 Arena-Dinger am Tag durchballern und dann kommt man da auch auf das Ergebnis. Und wenn ihr die Shenzhou nutzen wollt für Weltraumkämpfe, dann war das damals anders als heutzutage, weil damals musste man dann in diese Galaxiekarte reingehen, musste sich einen raussuchen, einen Kampf, und dann auf Reisen gehen und musste dann dort die Crew und das Schiff verändern. Also Crew kann man immer noch auf diesem Wege verändern, aber das Schiff kann man hier nicht mehr ändern, sondern das muss man dann quasi machen, indem man in die Schiffswerft geht und dort dann die Shenzhou einstellen. Das heißt, Shenzhou anklicken, auf Anlegen, und dann kann man, wenn man da die Kämpfe durchwarpt, dann warpt man das mit der Shenzhou durch. Kann man einfach nachvollziehen, indem man vorher in das Event reinschaut. Wenn da zum Beispiel steht bei mir noch 125 Schiffskämpfe mit der USS Shenzhou, dann schaue ich, okay, ich habe es zu 96% erfüllt. Und sehe, ich habe die Shenzhou ausgerüstet, dann würde ich in die Galaxiekarte gehen, würde mir irgendeine billige Mission raussuchen und die durchwarpen. Und wenn ich dann wieder reinschaue ins Ziel, dann würde ich sehen, aha, guck an, jetzt habe ich was zum Abholen. Was? Also ich persönlich von der Steuerung wesentlich flüssiger finden würde, wenn du auf die Galaxiekarte gehst. Mhm. Und man weiß ja irgendwann, also wenn man lange noch spielt, weißt du ja, wo grob Raumschiffmissionen sind. Zum Beispiel ganz oben das Klingonische Reich-Ding, sind, glaube ich, nur Raumschiff-Dinger, genau. Mhm. Da farbe ich immer ganz gerne entweder die Uniform oder die Datenbank-Geschichten, von denen du irgendwie gefühlt nie genug haben kannst. Ja. Wenn du dann zum Beispiel noch dieses Chroniton-Ersparnis hast, dann zahlt sie halt anstatt 40 nur 30 pro Flug, also pro 10. Pro 10, genau, pro 10 Züge sozusagen. Ich fände es cooler, wenn man in diesem Menü das einstellen könnte. Also wenn man zum Beispiel, nicht bei dem Warpen, das Warpen sollte eine Taste bleiben, aber wenn ich jetzt hier auf Reisen gehe und mein aktuelles Schiff fliegt dahin, Gott, die Shenzhou fliegt aber sehr komisch hier, finde ich gerade. Und dann gibt ja eh ohnehin ein neues Fenster auf, wenn du angekommen bist. Nämlich dieses Kampffenster. Ja. Warum kann man denn da nicht links irgendwie noch so 2 Pfeile einbauen, nach links, nach rechts, wo du deine Schiffe durchklicken kannst? Und unten die Crew kannst hier eh, wie beim Skirmish-Event, klickst du drauf und rechts geht ein Fenster auf, wo du deine Crew wählen kannst. Also warum macht man dasselbe nicht für Schiff? Warum muss man das Schiff so kompliziert früher im Hauptmenü über die Schiffswerft wählen? Verstehe ich auch nicht. Aber sie hatten das mal, dass man es hier wählen musste, in diesem Menü. Ja, bin ich auch der Meinung, ganz am Anfang. Ja, weil hier habe ich dann jedes Mal zurückgewechselt. Weil ich weiß, ich habe immer für die Frage bekommen habe in den Kommentaren, so, wie ändert man sein Schiff? Echt? Okay. Ja. Und seine Schiffscrew. So, ja, der Schiff musst du in dem einen Menü ändern, die Crew in dem anderen Menü. Ja. Also Schiff ändert ihr hier halt um. Zeigt euch jetzt beim Wörter mal ganz kurz über die Schiffswerft, dann ausrüsten.
Und dann zack, ist es auch schon da. Ganz früh hat es irgendwie immer gefühlt eine halbe Minute gedauert, bis sich der Skin geändert hat vom Schiff. Mittlerweile geht es ganz schnell. Ja, und so endet ihr quasi das Design, weil, wie Valvo schon sagte, früher, wir haben ja ganz oft bei den alten Timelines-Videos auch mal so neue Schiffe hergezeigt, wenn sie kamen oder wenn man mal eins gesammelt hat, was aus der kanonischen Reihe sozusagen ist. Oder man fliegt halt immer gerne, weiß nicht, eine Defiant oder eine Nebula, weil es einfach so richtig altes Star Trek Feeling ist, solche Sachen zu fliegen oder für die Aufnahme. Noch gemacht haben. Aber für den, es noch genau, die Aufgaben gab. Genau. Also ich habe ganz gerne immer bestimmte Schiffe für die Aufnahmen, weil ich die dann wesentlich kultiger finde, als wenn ich random Alien Raumschiff 1, 2, 3 fliege. Für die Aufgaben sind das aber meistens dann entweder nicht die voll durchgelevelten Schiffe oder nicht die am geeignetsten, weil sie nicht die stärksten oder sowas sind. Und dann konnte man das, wie du schon sagtest, früher dann bei den Kämpfen immer durchwechseln. Ich musste auf die eine Enterprise A oder was ist es, glaube ich, zurückwechseln. Das war mal eine ganze Zeit lang mein stärkstes Schiff. Nee, meine Spiegeluniversums TOS Enterprise, diese mit diesen zwei gelben Blitzen auf der Brücke. Ja. Das war eine ganz lange Zeit eins meiner stärksten Schiffe. Ja, das sieht auch cool aus. Überleg dir mal, wie schlimm das wäre, jetzt noch das Schiff zu wechseln mit diesen dieser alten Schiffswerft oder wie sie das früher genannt hat. Ewig durch. Wo du nur nach rechts scrollen konntest, wo du nichts suchen oder sonst so. Nee, nur scrollen nach rechts. Ja. Irgendwann findest du schon, was du willst. 5-Sterne-Schiff hinter 2-Sterne-Schiff hinter 3-Sterne-Schiff, alles easy. Voyager am vorderen Ende, am hinteren Ende, in der Mitte irgendwo ist überall dabei, assimiliert, unassimiliert. Da geht es, glaube ich, auch locker jetzt schon dreimal dabei, das Raumschiffsmodell als Roddenberry, als Spiegelversion, als Nicht-Spiegelversion. Freude. Ja, das haben sie zumindest mal hinbekommen. Wenn du zum Beispiel jetzt Borg eintippst bei der Suche, kommen dann eben halt Borg, Diamond, das Artefakt, der Kubus, die Sphäre in klein, der assimilierte Voyager. Borg. Genau, also auf diesen Wege macht ihr das, dass ihr das Schiff ausrüstet und dann müsst ihr halt die Missionen, könnt ihr warpen oder fliegen. Und dann hättet ihr das. Grundsätzlich, wenn ihr nicht wisst, grundsätzlich, wenn ihr nicht wisst, ob ihr alle Crewplätze belegt habt für dieses Ding, einfach einmal hinreißen und angucken, ob alle Plätze belegt sind, weil jedes Schiff hat natürlich unterschiedliche Anzahl an Crews unten drin, also wie viele Plätze du belegen kannst. Fürs Warpen ist es völlig egal, da braucht auch keiner drin sitzen, aber halt, wenn du es zum ersten Mal fliegst, dann lohnt sich schon. Für alle, die neu anfangen. genau. Müssen wir die das Spiel eh schon lange kennen, die wissen diese ganzen Wege ja glaube ich, nein, hoffentlich. Finde ich immer gut, immer die. Deswegen, die Leute, wenn wir jetzt schon sagen, gut. So wählt ihr euer Schiff aus, dann sollten wir den heute noch sagen, hey, aber wenn ihr keinen reinstellt, dann fliegt ihr da leer. Genau, was gibt's sonst noch? Schließe 50 Herausforderungen ab. Ja, da bin ich jetzt aktuell bei. Sind die Kadettenherausforderungen, oder? Welche Herausforderungen? Nee, die Q. Q. Ach, okay. Q-Herausforderungen, okay. Du brauchst nur auf Losklicken, dann landest du automatisch in der Fläche, wo das bearbeiten ist. Denke ich schön. Also da haben sie so ein Shortly eingebaut, für, aber nicht für die Raumschiffskämpfe. Ja. Und wenn ich auf dieses Level Up Crew from this Discovery klicke, komme ich auf Tuvok. Warte mal, bei Discovery. Ja. Ich glaube, da landest du einfach nur in deiner allgemeinen Crewliste, okay, dann. Kommt irgendein random Dude. Hätte das noch wählen. Ja gut, warte mal, ich will mal hier den da. Los. Ja, also derjenige, den du, glaube ich, zuletzt in der Crewliste angeklickt hast, zu denen springt er dann auch hin.
Weil ich habe jetzt eben random Joseph Sisko ausgewählt, also hier den Koch, den Vater von Sisko. Bin wieder in das Event-Ding reingegangen, habe auf Los bei Saru geklickt und ich lande wieder bei Joseph Sisko. Okay. Dann müsst ihr euch halt dann raussuchen, wer zur Discovery gehört. Gibt's ja leider keine Sortierung, das fehlt noch so ein bisschen. Also ich glaube, wenn ich Discovery eingebe, ja, nee. Nee, Discovery ist halt kein Trade, das ist das Schlimme daran. Hm. Du musst die Serie kennen, um zu wissen, welcher Charakter zählt dazu oder nicht. Ja. Und nicht wie ich dann so denken, hä, ich hab doch aber jetzt die, wie hieß sie hier, Ermittler Laris, 30 Level gefühlt hochgelevelt. Wieso geht denn das beim Event nicht weiter, bis mir einfiel, shit, die war bei PK. Ja, das fehlt halt auch noch so ein bisschen. Aber okay, ja, muss man halt die Crew kennen. Wir müssen uns ja halt wieder irgendwelche Datenbanken anlegen, mit welcher Charakter ist TOS, welcher ist TNG, welcher ist TAS, welcher ist DS9, welcher ist Voyager, welcher ist Discovery. Oh Gott. Mit Datenbanken, da können sie ja so nicht gut bei Teilen reingehen. Die jubeln nicht so über die Schiffs-KI wie über Discovery. Sehr so. Datenbanken. Genau, dann noch Level Up von Discovery-Leuten, vom Saru von dem neuen und dann halt fusionieren den Saru. Das sind so die Ziele. Diesmal recht leicht zu erreichen. Eben wie der Anno schon gesagt hat, 3 von 4 hat er schon. 3 von 5. Jo. Keine. Naja, 4 kannst du sammeln. Mehr als 4 kannst du sammeln. Nope. Ist dir bei der Shenzhou schon aufgefallen, wenn du rausscrollst, dass da die Texturen verschwinden? Das finde ich super nervig. Ich gerade die Sovereign-Klasse. Ich hätte nur vorhin gesagt, wenn du die Shenzhou in einem bestimmten Sektor, vielleicht sogar bei allen, keine Ahnung, von unten anguckst, dann ist sie halt einfach nur blau. Ja, das auch. Aber wenn du rein und raus scrollst, raus? Egal ob du von oben oder von unten guckst, dann verschwinden einfach die Texturen. Ja. Vor allen Dingen, es kommt, warte mal. Es kommen andere Texturen an den Seiten quasi. Ja, genau. Da kommen so komische Stacheln bei der einen Seite raus. Ja. Hä? Und das ist von oben so wie von unten. Von unten ist noch schlimmer, weil das ist halt. Von den ganzen Leuchteffekten ist halt alles weg. Zum Großteil. Toll. Ja, frag mich nicht, was das wieder soll. Von oben sieht es auch so schäbig aus. Wie auf der NCC schon so komplett milchig wird. Welches System bist du? Fürsorger verlangst gerade. Bis die jetzt hier so schnell gefunden habe. Zumindest mal, dass sie dieselbe Beleuchtung haben. Unten rechts. Unten rechts Episode 3. Chainway. Verlangst es für sowas? Da. Mhm. Ja. Bis gerade. Ich war oben links gerade am Suchen. Es ist so knapp gegen. Da hätte noch länger gedauert. Da hast du halt auch so. Diesen blauen Schatten und da ist halt nichts Blaues in dem ganzen, in dem ganzen Sektor. Ja. Ja, das NCC konnte ich eben bei mir nämlich gar nicht lesen, weil es so dunkel war. Mhm. Da wird es halt auch einfach total milchig. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht dran erinnern, dass das Schiff von vorne lila war mit dem Deflektor da. Ich meine, es kam mir nur 2 Folgen vor in der ersten Staffel, so aber Minisekunden. Ja. Dass das sowas rausragt. Das einzige Föderationsschiff. Ja, da gucken halt so Laserkanonen aus den Deflektor raus. Das hatten wir auch noch nicht. Hm.
Es war auch kein schönes Schiff. Nee, es ist, weißt du, was die Centaur-Klasse ist bei Star Trek? Nee. Warte, ich schick sie dir mal. Ich finde immer, die schon so sieht aus wie eine moderne Version, der, also in Anführungszeichen moderne Version. Centaur-Klasse. Star Trek. Ich schick dir einfach mal den ganzen Bilder-Link. Kannst du dir... Super Vergleichsdinger. Okay. Mhm. Also auch primär ja, okay. Untertasse mit langen Gondeln hinten dran und in der Mitte hinten starker Impulsantrieb. Bald so TNG DS9-Ära, das Schiff. Zusammengesetzt, glaube ich, aus Teilen auch von der Excelsior-Klasse. Im Spiel gibt es das, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube nicht, nee. Ja, Cent, ne. Mhm. Demnächst. In Timelines. Incoming. Ich meine, sie haben jetzt schon die Jägerklasse eingebaut. Das gefühlt hässlichste Föderationsraumschiff nach der Discovery. Ich kann diese schon so nicht länger sehen. Ich muss irgendwas anderes hier fliegen, ey. Hübsch, oder? Ja, du, ne? Definiert vom Auge des Betrachters ausgesehen. So. Ah, so. Constitution-Klasse. Welch eine Schönheit. Deswegen wollte ich dir... Achso, keine Ahnung. Ich hab, den habe ich dir ja geschickt. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Weil die ach, so wegen der Schönheit. Genau. Ja, genau. Naja. Und dann finde ich die Shenzhou immer noch... Also, sie hat mehr Charakter als die flache Flunder von Discovery. Ich weiß noch, wie wir uns ganz am Anfang drüber unterhalten hatten in den ersten Folgen, als halt die Shenzhou zu sehen war, so, boah, was ist das für ein Raumschiff? Und dann kam die Discovery. Und auf einmal war die Shenzhou wieder ganz oben, ne? Ey, Discovery besteht halt nur aus einer flachen, runden Scheibe mit einem flachen Dreieck hinten dran, an dem zwei völlig überdimensionierte Warp-Gondeln hängen. Mhm. Das einzig Coole ist, wenn die auf Warp geht, dann sieht sie fancy aus. Oder auf Sprungantrieb. Ja, wenn sie springt, dann dreht sie sich halt, ne? Dann kriegt sie zum ersten Mal irgendwie physische Form, weil sonst sieht sie aus wie so ein Blatt Papier oder so. Habe auch mit Toni neulich drüber gesprochen. Irgendwie, bei Star Trek Discovery gibt es zwar sehr viel Action, aber das, wofür Star Trek auch mal bekannt war, so wie zum Beispiel Zorn des Khan oder First Contact, so Raumschlachten, richtige, mit so taktisch und mit Torpedos und Phasern und tralala, das sparen sie sich ja gänzlich bei Discovery, weil sie gar nicht wissen, wie sie dieses flache Flunder-Ding episch in Szene setzen sollen in einer Raumschlacht gefühlt. Also da, viele Explosionen immer im Schiff. Aber wie willst du mit diesem Stück flach in eine Raumschlacht gehen? Da kannst du ja nicht. Von welchem Winkel willst du es denn zeigen? Hatten sie ja versucht mit der gegen die Sektion 31, was auch immer Dinger. Aber das war ja, da haben sie. Man hat halt null erkannt. Also. Ja. A, war das Bild sehr überladen dann. B, haben sie es als Vorteil gehabt, neben dem flachen Flunder Discovery-Ding stand eine Constitution-Klasse Enterprise. Und den Trick, den sie eigentlich verwendet haben, sie haben die Raumschlacht meistens von außen gezeigt, mit, als ob die Kamera wie innerhalb einer Kugel um diese Schlacht herum geht. Dadurch siehst du das Schiff sowohl von vorne als auch von der Seite. Also man kriegt ein Gefühl dafür, aber... So episch wie eine Galaxy-Klasse oder eine Constitution-Klasse oder eine Sovereign-Klasse finde ich es nicht. Wenn es irgendwie in der Raumschlacht zieht. Aber naja. Deswegen gibt es auch keine Raumschlachten mehr. Statt dass sie mal das Schiff wechseln. Ja, sie haben ja einfach nur noch mehr Löcher reingemacht, weil sie jetzt ja fancy programmierbare Materie haben. Weil dass das in der Zukunft immer noch so der Next Level Shit ist, weiß ich ja nicht. Ich
Das wäre wie mit der Kirk Enterprise in der Zukunft zu stranden. Und dann zu sagen, das ist so das technologisch fortschrittlichste Schiff. Weil, ich meine, die anderen haben es nicht überlebt, also wo? Schwierig, ne? Naja. Die hätten denen eigentlich ein komplett neues Schiff geben können. Yep. Haben sie so nicht. So wie sie neue Uniformen immer rausrotzen, können sie auch neue Schiffe rausrotzen. No. Sollten ja da ein paar Ingenieure noch rumhängen haben. Aber nein, die waren ja sowieso total dilettantisch in diesem Sterneflottengebäude in der dritten Staffel. Hab mich jedes Mal gefragt, wie die überhaupt noch leben können. Admiral Vance da mit seinem Masterplan, da mit der Verhandlung mit der Orionerin. Das war stark. So ein Kopfschütteln, was. Ich hab weder ihn verstanden, dass er darauf eingeht, diese Verhandlungen zu führen, noch sie. Ja. Also, was hat der Ruf der Sternenflotte. Ja. Der Ruf der Sternenflotte, einer Sternenflotte, die seit, keine Ahnung, 100 Jahren kaum noch ein Mensch gesehen hat und von denen alle glaubten, sie wäre schon längst tot. Wo jeder tut, was er egal, will. Genau, wo die Discovery taucht auch. Auch Sternenflotte, euch gibt's noch, wussten wir gar nicht mehr. Discovery, der beste der Schiff. Ja, das ist ein toller Ruf, bestimmt. Also, das war ein mega Plan. Nein, also einen Gedankengang will ich nochmal eben ganz kurz rauspingen. Ich weiß, es gibt da diese Fans da draußen, die diese Serie absolut hypen und lieben, aber die Discovery und ihre Crew sind mal ebenso fucking, um es mit Tillys Worten zu sagen, fucking 900 Jahre veraltet. In Taktik, in Wissen, in Technik. Mhm. Aber jeder von ihnen kann instant, ohne irgendwie was zu lernen, alles bedienen. Jetzt hol mir doch mal bitte den gelehrtesten Menschen, den gelehrtesten, den intelligentesten Menschen des 11. Jahrhunderts und bring ihn in unsere jetzige Zeit. Und sag, okay, Google. Ich glaube, der kriegt einen Herzinfarkt. Abgesehen davon, dass er, wie du schon sagst, wahrscheinlich geschockt, überrascht ist, was heute alles da ist und möglich ist. Aber er kann ja nichts bedienen. Weil er mit nichts, er hat ja nicht mal die rudimentäre Sache wie von Schreibmaschine und wie sich das alles von darauf aus entwickelt hat mitbekommen. Nichts dergleichen. Der steht da wie der Ochs vom Berg, wie der Spruch immer so schon ist, ja. Und eigentlich müsste sich die Discovery Crew genauso verhalten. Ja. Weil sie nie was aus der Zukunft gelernt hat. Ja, wir haben jetzt programmierbare Materie installiert bekommen. Oh cool, guck mal, meine Konsole macht so 3D-Sachen. Ich kann es sofort bedienen. Geht sofort. Da wische ich ein bisschen rum, dann geht schon. In Staffel 4 stoßen sie versehentlich auf ein Alien-Raumschiff. Kann Tilly nach weniger als einer halben Minute sofort komplett bedienen. Also... Das sind so die Sachen, wo ich mich frage, du musst echt noch nicht mal Star Trek Fan sein, du musst nichts können als Autor für Discovery, als vielleicht einfach einmal deinen logischen Menschenverstand einschalten und sagen, die sind 900 Jahre in die Zukunft gereist und können alles bedienen, was sie wollen. Das mit 900 hatte ich nicht mehr im Schirm, aber es ist ja, es wirkt halt nochmal krasser. Es ist wirklich 900 Jahre. Es ist halt krass. Es ist halt von Prä-TNG ins 32. Jahrhundert. TNG war 24. Jahrhundert. Prä-TNG ist 23. Jahrhundert. Und die haben, glaube ich, irgendwann mal was gesagt von 930 Jahren oder sowas. Mhm. Und jetzt kommen natürlich die Fans an und sagen, das haben die offscreen gelernt. Ja. Offscreen können sie für mich auch so die Probleme lösen. Dann brauche ich mir die Serie gar nicht mehr angucken. Das sehen wir dann in der Sternenflottenakademie-Serie. Oh Gott, bitte hör auf.
War ein bisschen das, was bei 210. was bei Game of Thrones bei der vorletzten Staffel, glaube ich, so ein bisschen bekrittelt wurde, dieses, dass Reisen keine Rolle mehr spielt und dass die von A nach B im Fingerschnipsen sind, so. Fand ich jetzt ja. Nicht so schlimm, weil ich muss halt jetzt nicht jede Reise nochmal sehen. So, die erste Staffel waren halt sehr lange Reisen. Das brauche ich jetzt nicht in jeder Staffel. So, sie sind wieder auf der Reise. Hm. Wir werden dieselben Sets nochmal sehen. Wow. Ja. Naja, sie das müssen ja nicht unbedingt dieselben Sets, dieselben Reisen machen. Der Vorteil dieser langen Reisen war ja, dass die Serie gerade zum Einstieg einen schönen, ruhigen Erzählstil erstmal angelegt hat. Nee, das hat super wie lange gepasst. Das fand ich cool, dass man die Reise ja auch sieht am Anfang. Aber dann nicht im Endgame, wenn es dann heißt, hier, sondern die Eisarmee kommt und Cersei baut ihre Armee auf, etc. Und dann sieht man halt, wie Charaktere von A nach B reisen. Das hätte es halt dann nicht so wirklich gebraucht. Also war ganz gut, dass sie das dann rausgelassen haben. Sie hätten ja, so, also das könnte ich auch nicht rauslassen so schlimm können, nicht. Aber gut. Also ich bin immer noch dafür, ich weiß nicht, gebt mir eine Petition, wo es heißt, die letzte Staffel hat nie existiert, wir drehen sie neu. Ich würde sofort unterzeichnen. Nee. Die letzte Staffel war echt schon... Die letzte war schon... Also es war immer noch auf einem hohen Niveau. Das waren ein hohes Niveau, drei aber Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Das war der Eiskönig, der reguläre König, wie der gewählt wurde und wer es war, und Littlefinger. Wie der rausgeschrieben wurde. So, das waren die drei Sachen, die ich nicht so geil fand. Der Rest Littlefinger war schon in der vorletzten? Nee, müsste in der letzten noch gewesen sein. Ja. Ich dachte, in der letzten war es hier. Stimmt, du könntest recht haben. Der glatzköpfige, der etwas dickere. War es, genau. Ja, könntest recht haben. Also generell, ich glaube, dass das generelle Problem der letzten zwei Staffeln war, so die ersten Staffeln hatten sehr viel Freiheit, konnten sehr viele Geschichten erzählen, haben an sehr vielen unterschiedlichen Orten gespielt. Allein die Pilotfolge hat in, da gab es Szenen aus Königsmund, da gab es Szenen aus Winterfell. Man war auch bei Daenerys drüben, bei den auf wie hieß er an die andere Insel, Essos, Esteros, irgendwie sowas. Ja. Die Sandinsel da drüben. Ne? Die hieß ja anders als die Hauptinsel da. Ne? Ja. Ja, und die letzten zwei Staffeln. Oder? Genau. Waren die Sands, die waren im Süden der Hauptinsel. Meereen, kann das sein? Das kann sein, ja. Aber fragen ich und Namen, du nagel mich echt nicht drauf fest. Also es gab eine Hauptinsel, die sah aus wie England und dann gab es noch eine andere Insel, die rechts daneben lag. Mhm. Für die Zuschauer, die vielleicht gar kein Game of Thrones geguckt haben. So, das heißt, wir haben sehr viele Schauplätze, so ähnlich wie es auch DS9 gehalten hat. Man hat mal Schauplätze auf Cardassia, auf Kronos, auf DS9, auf der Erde, auf Romulus und hat das mal aus verschiedenen Perspektiven gezeigt, das Universum, und nicht immer nur aus Sicht des einzelnen Raumschiffes. So. Und so hat es ja auch Game of Thrones gehalten. Du hast sehr viele unterschiedliche Schauplätze gehabt. Und in den letzten zwei Staffeln haben sie das halt runter reduziert. Aber muss ja irgendwie zum Ende kommen. Weil sie es wollten. Das ist das Problem. Ich meine, sie hätten ja, wenn sie wollen, die Serie auch einfach weiterschreiben können. Ja, klar. Unabhängig von den Büchern und eigenständig die Charaktere. Ich meine, sie hätten ja auch nicht unbedingt, Spoiler-Alarm, so viele Leute killen müssen. Weil also im Vergleich zu den ersten Staffeln sind schon sehr viele Hauptcharaktere verschwunden. Darum sind dann ja auch unfähige Leute König geworden. Ja. Und es gab halt diesen einen Plot. Hätte Jamie sich einmal besser angestellt und den mal so richtig runtergeschubst. Nicht nur so ein bisschen. Also Jamie, ja, wenn wir nochmal eine Zeitreise machen. Ja, dann machst du richtig. Du bist nochmal am Vögeln mit deiner Schwester in diesem Turm. So creepy das jetzt schon klingt. Wenn da ein Kind auftaucht, so creepy das jetzt auch noch klingt, und ein Kind beobachtet dich beim Sex mit deiner eigenen Schwester. Ey, ganz ehrlich, nimm eine Knarre und schieß dem Kind in den Kopf, ey. Vergewisse dich, dass es auch wirklich tot ist. Danke. Und reite nicht einfach davon.
auf deiner Schwester. Das hätte uns viel Kopfschütteln erspart in der letzten Staffel. Oh ja. Das war halt für mich, das waren die zwei blödesten Sachen. Wenn Littlefinger schon davor war, dann war es wirklich halt der Nachtkönig und der neue König. Nicht cool. Ich fand auch das Ende von Daenerys irgendwie scheiße. Weil sie die ganze. Ich fand's absehbar. Ja, es war absehbar, aber man hat dann doch irgendwie gehofft, dass sie den, in Anführungszeichen, Bann oder Fluch der Familie vielleicht mal bricht. Gehofft, weil sie hat ja schon so viel. Und gehofft, da hat man oft auf was gehofft. Oh, die Starks sind toll, ich hoffe, die überleben. Anderthalb Staffeln später, ui, da sind aber wenig von übrig. Hallo, hat noch jemand einen Stark gesehen? Ein Stark! Also Hoffen und Game of Thrones, das war immer das Coole, dass es halt unvorhersehbar ist. Und doch irgendwie logisch. Ja. Dass an dem Star Trek ein bisschen gescheitert ist. Ich weiß noch die coole Vorhersage, als sie gesagt haben, Discovery, das wird unvorhersehbar, das wird wie Game of Thrones im Weltall. Ja, ist es auch geworden, aber Nachvollziehbarkeit ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ja, die haben sie halt in den ersten Staffeln mit sinnloser Action kaschiert. Admiral, der auf seinem Schiff mitten reinreißt in die Schlacht in der ersten Staffel zum Beispiel. Admiral namenslos, weil er halt gleich wieder verreckt ist. Solche Sachen halt. Ja. Nur ein überraschender Tod. Also Europa muss hier geopfert werden. Ja. Das war halt schon cool bei Game of Thrones und da finde ich halt, war die letzte Staffel trotzdem noch echt immer noch gut. Und das macht mir halt dann die ganze Staffel nicht, also die ganze Serie nicht mies. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Game of Thrones total eine Enttäuschung war oder so eine Kacke. Nein. Mittlerweile behaupten und weiß nicht. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt über Jahre hinweg. Das definitiv. Ich würde sogar die sechste Staffel noch nicht mal als so schlimm betrachten. Also das mit den Schnellreisen in Anführungszeichen. Wenn man in einem MMO ist, macht man eigentlich auch nur noch Schnellreisen ab einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Hast du alles mal gesehen und dann, oh ja, da ein Ende. Ja. Ich fand halt, die letzte Staffel hat halt zu viele Sachen, also zu viele Wege eingeschlagen, die ich so nicht in Anführungszeichen wollte. Also, ja. Es gab so viele Entscheidungen, die sie dafür getroffen haben, die, wenn man Fans zufriedenstellen will, wenn es schon das Ende der Serie ist, dann stellt doch wenigstens die Fans zufrieden und lasst sie nicht mit offenen Mündern und verzweifelt zurück. Ach komm, den Daenerys und Jon durft mal ficken, das hat schon viele Fans zufriedengestellt. Ich meine, stell dir das ungefähr so vor, das ist wie das Ende von Star Trek The Next Generation. Picard geht in den Raum und sagt, the sky is the limit, lasst uns Poker spielen. Da kommt diese Kamerafahrt, wie die Galaxy-Klasse langsam in den Nebel verschwindet, dann taucht Borg-Kubus auf, assimiliert die Enterprise. Serienende. Das ist doch wie bei Alf, oder? Wo er am Ende doch gefasst wird. Wo er eigentlich auf seinen Heimatplaneten möchte, zack. Aber in Wirklichkeit wird er gefasst, Alf Ende. Ja. Ungefähr so. Oder wie das Ende von Lost. Also es gibt viele Serien, die echt super geile, also die komplette Serie ist übergeil, aber entweder in der letzten Staffel oder mit den letzten Folgen verkacken sie es total. Also aus meiner persönlichen Sicht. Ja, weil sie sich oft beim Aufbau so verheddern und sich denken, boah, das ist so geil, wie endet's denn jetzt eigentlich so? Ja, darüber macht sich im ersten Moment keiner Gedanken, aber Hauptsache erstmal, das klingt echt richtig geil, das klingt spannend, also, das klingt nach Plot-Twists, da machen wir jetzt mal was. Das war bei Star Trek auch oft, wenn ich hier Voyager denke an, was weiß ich, Unimatrix Zero oder so, so ein geiler Aufbau oder auch die, wo Picard zu Locutus wird. Und so ein geiler Aufbau, bis zum Letzten denkst du dir, scheiße, Picard ist verloren und dann zack, kommt Crusher, haut im Hypospray rein und der ist wieder ganz normal. Also, die Auflösung war halt immer so irgendwie hingepanscht in den letzten Minuten. Kann man sagen, war ja, damals also auch schon so. Die ersten Teile bei den zwei Teilen bei Star Trek waren immer die besseren. Ja, gedacht hat, wie überleben die das? Tja, ein Hypospray-Ende. Also hatte man damals auch.
natürlich gab es damals auch Schwächen. Ich sage jetzt nicht nur, weil ich Discovery absolut scheiße finde, dass alle anderen vorherigen Star Trek Serien das pure gegossene Gold sind. Und gibt auch Folgen bei Disney, wo ich sage, die sind lahm, die überspringe ich jedes Mal bei jedem Rerun oder sowas, ja. Staffel 1 und 2. noch nicht mehr, also da sind auch gute Folgen bei, aber sowas wie hier Chulak, das Spiel, oder wie hieß sie, glaube ich, wo sie dann so Hello Moraine, ja. Dieses Kinderspiel nach, also. Das mit Quark. Nee. Ja. Hat es auch nicht gebraucht. Nee. Es ist dasselbe wie Star Trek The Next Generation, erste Staffel, Code of Honor. Ein Planet voller Farbiger, aber der König verliebt sich in die weiße Frau. Hashtag, das ist absolut politisch korrekt, ne? Vor allem die Rolle der Frau, ne? Lassen wir sie gegeneinander kämpfen bis zum Tode. Folgen, die nicht so gut gealtert sind. Ja, oder die TOS-Folge, in der ein Sternenflottenwissenschaftler der Meinung war, hey, auf der Erde, da gab es mal so eine Phase in einem Land mitten in Europa, das innerhalb von 10 Jahren richtig wirtschaftlich stark geworden ist, aufgrund von Kriegsmaschinerie und weil sie auch Krieg geführt haben, aber die Wirtschaft hat schon vorangetrieben, also machen wir exakt dasselbe mit denselben Uniformen, mit derselben Ideologie auf dem außerirdischen Planeten einfach nochmal nach. Das war die so lange gesperrt war, oder? Ja. Schablonen der Gewalt heißt sie, glaube ich, im Deutschen. Ist auch, also selbst wenn man versucht, so neutral und nüchtern wie möglich ranzugehen, ist es, die war, keine Ahnung, bei weitem schlecht geschrieben, ist die Star Trek-Folge. Okay. Also, die braucht sich echt kein Mensch antun. Die ist so. Ich weiß nur, dass es da damals so eine Art Shitstorm war, dass das halt so gesperrt war und das halt, ja, wie das halt zustande kommen kann, so eine Folge. Ey, von mir aus hätten sie auch gesperrt lassen können, die braucht kein Mensch. Also es ist jetzt kein Mehrwert, nur weil sie einsehbar ist. Ja, aber sind wir wieder beim Verbot. Was verboten ist, ist dann doch wieder interessant. Und man denkt sich, warum ist es verboten? Man mag es ja auch sehen. Wisst ihr, was da guckt, dass ich denke, okay, alles klar. Deshalb. Ich glaube, sie wurde noch nicht mal verboten. Ich meine, es kann ja nun kein Staat herkommen und sagen, wir verbieten das. Nee, sie wurde halt nie gezeigt. Genau, weil die Sender der Meinung waren. Und ich weiß nicht, ob es auf der Videokassette war. Videokassette? Nee, auf Video definitiv nicht. Es kam, glaube ich, also wenn für den Heimbesitz erst mit den DVD-Geschichten. Hm. Ich glaube, auf Video war die nicht. Weil die wurde auch. Nee, weil die wurde auch erst, lass mich nicht lügen, entweder in der Mitte oder gegen Ende der 90er das erste Mal synchronisiert. Da sind teilweise dann noch andere Synchronsprecher schon mit bei oder zumindest für einige Lücken Sachen andere Synchronsprecher. Das würde ich jetzt schon als verboten sehen, weil du konntest sie halt nicht sehen. Verboten nicht, da müsstest du ja wirklich jemandem sagen, das darf auf keinen Fall gezeigt werden. Es war mehr eine Art Zensur der Medien, also der Sender ZDF, Sat.1, die es primär zumindest für uns hier synchronisiert haben. Ja, weil ein Chef gesagt hat, das darfst du nicht zeigen. Ja, aber das war halt so Deutschland, Österreich bezogen. Ich nehme mal an, in Spanien, England und Co. wurde schon gezeigt. Ja. Ich meine, Deutschen sind die Bösen. Klar, kann sein. YOLO, kommt in jeden zweiten Kinofilm vorgefühlt oder so. Also. Ja, die Russen kamen ja auch quasi vor in TOS, also. Ja. So, was wo viel wahrscheinlich, also gerade, ich meine, das wurde gedreht in den 60ern. Halt keine. Genau, für Deutschland war es halt so keine 20 Jahre danach und dann kommt jemand daher und sagt, ja, das war geil. Also innerhalb der Serie sagten Charaktere, das war geil, lass das nochmal nachbauen, um diese andere Alien-Planeten-Spezies richtig voranzubringen. Plus die Uniform und den ganzen Kram und in Anführungszeichen derjenige ist dafür, das zu tun. Aber die drei von Enterprise Crew halten ihn dann auf. Okay, aber trotzdem, jemanden, der das nochmal haben will.
kann ich schon verstehen, dass die sehr skeptisch waren. Allein schon der Shitstorm, der eventuell entstanden wäre, hätten die es gesendet, damals schon, also ZDF oder Sat.1, die es ja primär ausgestrahlt haben. Wie die Medien drüber hergezogen werden, die zeigen diese Episode, das und das wird da drin erzählt, warum hat man das erst nicht gesendet und jetzt sendet man es doch. Und ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht einmal gesehen hat. Aber also mittlerweile lief es auch schon im Fernsehen, ja. Beschwören. Aber ja, nee, ich spreche jetzt von damals. Von damals? Damals. Den 90ern. Wie sind wir jetzt da drauf? Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich die 90er mal vermissen würde, ey. Aber die letzten 2 Jahre ist echt so, lieber nochmal die 90er als nochmal die 2020er. Aber hallo. 2020er als Jahrzehnt haben sich bisher echt beschissen entwickelt. Gib mir das Internet von damals, von heute und wir sind geil. Ja. Ich bleibe auf jeden Fall in den 90ern. Ja, absolut. Nein. Alter, schon 2,5 Stunden. Komm, lass mal Zeit von da lang gehen. Das stimmt, wir sind ja noch gar nicht durch. Und die Nachrichten erst. Nee. Hast du noch Nachrichten? Ich habe 2 aufgehoben. Ich weiß nicht, ob du noch mehr hast. 3. Ja, Events dazu. Na, komm, langweilig. Genau. Achso, warte, das kann ich noch weg. Da habe ich sogar nur 1. Objective Event Beta, Prepare for Galaxy Event. Mhm. Also vom 11. bis zum 13. das nächste Objective Event Beta. Mhm. Für das Bau-Event vorbereiten. Und ja, genau, wieder eigentlich ziemlich gleich. 90 Leute hochleveln, 3-mal fusionieren. Immer noch absoluter Scheiß. Einen unsterblich machen. Darf man aber nicht, bevor man die anderen beiden nicht geschafft hat. 10 Kadetten-Challenges und die anderen sind wieder gesperrt. Die Außen- und die Schiffsmissionen. Und wieder die Kadetten-Challenges gesperrt. Kadetten-Challenges kriegt man schön hin. Level Up auch. Jo. Ja, Away- und Chip-Mission geht dann auch. Ja, das ist besser strukturiert als dieses dumme Faction-Event. Beta, Objective-Dings. Fliegt 20 Shuttles. Ja. Ja, und es gibt ja immer Kommilitonen dafür als Belohnung. Das ist okay. Ja. Das finde ich auch okay. Okay. Welche Nachricht hast du noch? Die du auch hast. It's about to turn 6. Let the celebration begin. Ach, die. Ja, okay, die habe ich schon gestern, glaube ich, weggeklickt oder okay. So. Ich hatte jetzt nur jetzt die Events start soon und die. Okay. Ja. Jetzt gibt es über 1100 Crew-Leute. Wupp, wupp. Mensch, wir haben 1100 verpasst. 1000 war doch schon so spannend mit Mayweather. Mit Mayweather. Stimmt. Wäre interessant, wer 1100 war. Kim. Jetzt mache ich die Voyager-Bashing. Ich würde sagen, also da gibt es doch wesentlich, keine Ahnung. Linus oder so. Oder wie heißt der von Discovery? Linus, ja. Linus. Admiral Vance. vom 4.1. bis zum 1.2. gibt es diesen Returning Saru mit den, haben wir uns eh vorher schon angeschaut, den gibt es gratis quasi im Zeitportal und den kann man halt dann bis zu 4-mal sich erspielen. Und ja, ansonsten later this month you can look for a new Captain Avatar. Okay. Neues Bildchen, wer das braucht. Eine neue Collection. Zeitportal-Update. Wuhuhu, es ist mal wieder soweit. Und Elusive Treasures. Das, was keiner braucht. Danke. Okay. Also Elusive Treasures ist dieses tolle Paket für, nur für 30 Euro gibt oder so, wo man dann halt
Crew bekommt, die man schon hat. Wow. Ja. Was fällt dir? Vor einem Jahr haben sie angekündigt im Januar, dass im Februar ein richtiges fettes Update kommt. So mit neuer Story und so, ne? Ja. Das war das Bergungsding. Mein Gott, hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute lieben, oder? Also die naja, lieben Stocken. Die Spielerzahlen sind raufgegangen ohne Ende. Nee, aber Alter, ich muss sagen, ey, wir werden echt irgendwann diese alten zynischen Opas da aus der Muppet Show. Ey. Ich mag schon, komm, das ey. Bergungstool. Ja, ja, in mich hat's arm gemacht. Ich hab nur noch 5 Mille. Ich auch. Bisschen übertrieben von der Kosten, aber ich mag, an sich mag ich's. Das ist ein cooles Feature. War nur ein bisschen traurig. Ja, aber es ist halt ein Feature, was du eh nur alle anderthalb Monate nutzen kannst. Also. Ja. War nur ein bisschen traurig, weil ich habe letzte Woche bin ich über die Neuerungen gegangen, die dieses Jahr so waren. Und mein Gott, waren das wenige. Ja. Also du hast schon eins erwähnt von dreien. Bin gespannt, ach so, ob du ja, hier. Anderen kommst. Ich nehme mal an, eins ist, was sie ja letztes Jahr noch so noch eingebaut haben mit diesem Hat ein ausschalten. Nee, das nicht mal. Das nennen wir nicht als Feature, okay. Die Neuanordnung des Haupthuts, also mit so hier Fraktionshandelszentrum, nee. Himmelsmarkt und sowas, auch ja, nicht? Ja, das Himmelsmarkt, das ist das zweite. Ja gut, der Himmelsmarkt gehört ja passiv gesehen zu so ja. zum Bergungsding dazu. Ja, ist meiner Meinung nach eigentlich ein Feature, aber gut. Wir haben gesagt, hey, Himmelsmarkt ist ein extra geiles Feature. Und das dritte? Eine neue kann ich dir nicht sagen, Art, sind wir heute schon drüber gegangen, vor kurzem. Achso, waren die Midweek-Events, das was sie im achso, okay. Das waren die drei Neuerungen letztes Jahr. Bedenkt, dass die eine Neuerung, glaube ich, erst Anfang Dezember dazu kam. Die eine, die erste mit den Bergungen im Februar. Und der Himmelsmarkt gefühlt 3 Monate nach dem Februar oder so. Ist das echt nicht viel? Was dann machen sie das ganze Jahr über? Ja. Langt auch fürs Jahr, ne? Ja, ja, wir sind fertig. Okay. Ich finde es dann immer so geil, wie sie das dann halt erwähnen in den Nachrichten. Und wir haben eine neue Art reingebracht, um Star Trek Timelines noch cooler spielen zu können. Extrem episch. Noch nie da gewesen. Wow. Der Himmelsmarkt. Ja, sie versuchen dir eine Emotion abzuerringen, die einfach nicht da ist. Kennst du das irgendwo her? Auf was spielst du wohl an? Der Himmelsmarkt, wo es effizienter ist, Sachen einfach wegzuhauen, als sie zu tauschen. Das ist eine tolle Neuerung. Weißt du, worauf ich diesen Himmelsmarkt verwendet habe? Beim Herzeigen und dann Ende. Ja, genau. Seitdem war ich da, wenn höchstens, wenn ich mich verklickt habe und eigentlich ins Zeitportal wollte. Yep. Das ist der Himmelsmarkt, also, liebe Freunde. Eins der drei neuen tollen Features. Die Spieler lieben es. Deswegen rennen sie in Scharen davon. Oh mein Gott. Statt dass sie mal die Shuttles anpassen. Das wäre auch mal ein Feature. Scannen haben sie angepasst. Eigentlich hätten sie das als viertes Feature auch noch verkaufen können. Endlich macht Scannen mehr Sinn. Ja, aber es ist eigentlich auch nur eine Subanpassung für das Bergungsding. Ja, also, so gesehen. Also irgendwie ist alles für das Bergungsding und da gab es noch das Midweek-Event-Ding, was ihm 2 Wochen vor Weihnachten eingefallen ist. Also, und was auch kacke ist. Ja, was eigentlich vor allen Dingen Stress macht, wenn man es aktiv betreiben will, finde ich. Hier 2 Tage, 20 Shuttles, viel Spaß. Und der Rest, den du noch erleben kannst, der ist gesperrt dadurch. Aber dieses Ziel-Event finde ich wieder gut. Also das, was einen Monat, wo man einen Monat Zeit hat. Das ist cool. Sowas mag ich. Ja, das ist okay. Das war eine gute Idee. Das ist ein gutes Spiel. Von den allen genannten ist das 5-Sterne-Crew. Ja.
Man verwendet halt mal ein anderes Schiff dann und muss überlegen, wie man hochlevelt. Das ist doch mal nice. No. Irgendwer weiß, dass wir, glaube ich, aufnehmen und schreibt Nachrichten. Ich gucke da jetzt mal nicht rein. Hab eine Nachricht bei. Okay. Ja, vielleicht auch eine private, wer weiß das schon. Wahrscheinlich eher, weil ich habe keine. Ach so, also in der Flotte wurde zumindest nicht geschrieben. Okay. Dann willkommen an den Unbekannten in der Aufnahme. Zeitportal. Oder Himmelsmarkt. Oh, Max hat erst ihn schon. Definitiv Zeitportal. Aber letztens habe ich was Gutes verkauft. Ich habe nämlich so einen Binärstern Polarstern gehabt. Und der ist für 50.000 weggegangen. Das war nice. Ich weiß zwar nicht, wofür das ISM brauchen soll. Ich habe noch 200.000 ISM rumliegen, aber hey. Ja, wenn mein Seel kommt, dann bin ich vorne dabei. Ich weiß doch, wie du von dem Jahr sagtest, also im Februar kam es raus. Irgendwann bauen sie es ein. Irgendwann bauen sie da, was soll man damit sonst machen? Das wird ja nur immer mehr, ja. Tada. One year later. Sie haben auch, wie lang? 4 Jahre gebraucht, um mal, dass mal Credits eine Bedeutung haben? Ja, stimmt. Oder scannen. Und mittlerweile ist echt Credit so die geringe Mangelware und damit triggern sie ja die Leute dann im Zeitportal, wo ich jetzt mal hinklicke. Weißt du noch, wie du damals 37 Millionen oder so hattest? Lang ist es her, dann kam die Bärung. Ja. Dann kam das tolle Feature. Das haben sie auch echt nur eingebaut, weil sie sich, keine Ahnung... Ja. Wahrscheinlich sind die Endgame-Spieler hatten schon mehrere Milliarden und es hat den Rahmen von dem Kasten da rumgesprengt oder so. Die Performance vom Spiel. So wie dieser Inventar-Gap mit den, dass man nur eine gewisse Inventaranzahl haben darf. Das ja sonst die Server komplett zerlegt. Genau, das zerlegt die Server. Nicht das Zugespammen mit jeder Woche 2 neuen Charakteren und so was. Oder exklusiven Items, die nur ein Charakter tragen kann. Die du dann selbst, wenn du sie mal gecraftet hast und dann nochmal irgendwie später wieder sammelst, nie wieder findest in diesem Loch von Inventar. War das auch ein tolles Feature heuer oder war das, glaube ich, schon letztes Jahr im Inventar? Inventar locker schon 2 Jahre. Oh, scheiße, ich habe wieder 962 von 1000. Nein, das ist bald wieder so weit. Oh, ich will nicht aussortieren. Okay, Zeitportal. 712 von 1000. Da hat's wer gut. Merke dir, mit ordentlichem Inventar kannst du länger spielen. Ich hole mir den Saru ab. STT-Jubiläum. Ach, der ist auch noch nicht geholt, okay. Ich hab extra gewartet hier auf die Aufnahme. Dass die Zuschauer was zum Sehen haben. Okay, das war's schon. Wow, ne? Das Bild wird groß, blitzelt einmal weg. Ja. Credits wöchentlich, Anno. 5 Millionen Credits. Ja. Wie hab ich sie vermisst? Ja, nee, also um auf meine alte Summe von 37 Millionen zu kommen, ja? Wie viel Geld ich dafür ausgeben müsste? Na, 60 Euro? 66 Euro? Gönn dir. Nur um mein echtes Geld in eine imaginäre Währung zu verwandeln. Ja. Aber du warst immer mega stolz drauf. Ich habe schon 37 Millionen. Ja, dann. Geld ist vergänglich, Freunde. Merkt euch das. Dann haben wir den Tavian Alexander. Da gibt es wieder dreimal den Alexander. Das haben sie echt irgendwann geändert, glaube ich. 13 Event Packs. Glaube ich auch. Können Sie gerne noch ein bisschen mehr erhöhen auf 5 und 20 Eventpacks.
Ich würde es immer noch nicht kaufen. Dann lohnt es irgendwann vielleicht mal, aber keine Ahnung. 110 Euro. Nee. Die letzten drei Male haben sie mich schon nicht mehr bei der Kampagne überzeugen können. Also. Vor allem dann hast du den Alexander eh schon dreimal. Dann wird er wahrscheinlich noch zweimal in diesen 13 Paketen drinnen sein. Und der Rest sind sowieso Wegwerf, Leute. Ja. Für 110 Euro. Zum Beispiel. Ja. Naja, okay. Dann haben wir Linus, Tyler, Divergenz. Ich stelle mir gerade sogar denjenigen vor. Also gehen wir mal wirklich von einem. Jetzt kommt's. Menschen aus, der vielleicht nicht so schnell nachdenkt, aber richtig viel Asche auf dem Konto hat. Der geht hier hin und denkt sich, boah, das sind die neuen Event-Charaktere. Wenn ich die jetzt sofort kaufe, das Geld kann mir ja egal sein, weil ich bin Multimillionär oder noch was. Dann kaufe ich jetzt zweimal den Tavijan Alexander. Habe ihn dann einmal zu viel, aber ich habe ihn sofort vollständig. Dann kaufe ich noch zweimal das Paket von dem Linus und noch zweimal das Paket vom Tyler. Ja. Hab diese Charaktere instant voll mit den Sternen. Und dann packen sie diese Pakete aus und ziehen nochmal irgendwie 15 Mal diese Charaktere. Ja. Die Erkenntnis, die daraus kommt. Naja. Das sind dann die Leute, die sich brüsten, wenn du dann auf die besten Leute klickst und dann siehst, ah, die haben fünfmal dieselbe Crew drin, selben 5-Sterne-Dude, voll ausgelevelt. Gratuliere, richtig was erreicht im Leben. Aber dafür bist du Star Trek Timelines Premium User dann. Also. Ja, die schreiben das auch in die Bewerbung rein. Ja. Hallo, Sie bewerben sich als Fensterputzer. Was haben Sie denn? Ah, Star Trek Timelines Goldmember. Inwiefern qualifiziert Sie das? Sie wissen, wie man Geld beim Fenster rausschmeißen. Fenster! Fenster, Mensch! Oh Mann, ey. Ich darf ja gar nicht so viel reden, wie viel ich schon rausgehaut habe bei Timelines. Da war auch nicht drüber nachdenken. Ja, Dito, aber zumindest nicht auf einen Schlag. Also. Ja, ja. Das stimmt. Also, zumindest das. Also ein 100-Euro-Angebot habe ich noch nie verwendet. Nee, Dito. Ich müsste auch also echt hart überlegen, ob selbst ob ich summiert innerhalb von einem Monat auf diese 110 Euro mal gekommen bin. Mhm. Weil normalerweise. Ich glaube am Anfang schon. Also ja, ganz am Anfang habe ich eigentlich nur das Monats-Dilithium-Ding genommen. Okay, da gab es doch keine Kampagne, aber da hast du das Monats-Dilithium. Mhm. Und dann irgendwelche Packages. Dann kamen die Packages, aber diese Packages, davon gibt es ja nicht irgendwie pro Woche jetzt irgendwie eins, was du kaufst, sondern immer dieses eine richtig geile mit ganz viel Dilithium, ganz viel Chroniton und ganz viel Crew. Kärtchen zum Aufmachen. Genau. Mhm. Das kommt ja alle 5 Wochen oder so nur, oder 4 Wochen. Also dann werden einmal im Monat gekauft. Naja, kommen schon jede Woche neue rein. Also ich glaube, ja, aber ganz das große. Haben wir schon viel verpulvert. Also jetzt kaufe ich gar nichts mehr oder fast nichts. Ja. Aber damals, ja. Da war ich dem eher nicht so abgeneigt. Und mir gedacht, oh cool. Wieder ein Angebot. Das Schlimme ist ja, damals war man nicht abgeneigt. Auch heute gibt es Momente, wo ich mir denke, könnte man sich kaufen. Kein Problem. Aber im Hinterkopf schwingt mittlerweile jetzt seit einem Jahr mit, die Zahlen. Die Spielerzahlen sinken drastisch. Wann kommt dieser Moment? Ja. Genau. Weil irgendwann kommt dieser Moment, dass selbst wenn ich jetzt hier meine 27,99 für irgendein Paket reinballere, die Menge an Spielern, die das tun, nicht mehr ausreicht, um das Spiel zu finanzieren. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Moment noch entfernt ist. Deswegen ist das für mich momentan so eine auf Dauer gesehen oder auf langfristig gesehene Totgeburt, wenn sie nicht nochmal irgendeinen Kickstart hinlegt, gebe ich kein Geld mehr rein. Und CBS, da tun mir das Geld, die werden wahrscheinlich auch
nicht besonders günstig sein. Die werden vor allem wahrscheinlich teurer, wenn sie diesmal neu verhandeln müssen mit jeder neuen Serie, die sie aufnehmen wollen. Mit jeder neuen Mutterfirma. Warte mal, ist es mit CBS oder mit Paramount? Oder? Ja, die sind jetzt ja wieder eins. Die haben sich ja zu eins zusammengeschlossen. Ja, ja, aber während Timelines hat sich es halt verändert. Na klar. Ich meine, sie haben noch nichts von der Kelvin-Ära drin, ne? Und sie haben noch nichts von Prodigy drin, sie haben noch nichts von Lower Decks drin. Das Einzige, was sie zum Teil mit drin haben, ist Discovery, also nicht zum Teil, aber Picard. Mit nicht wirklich vielen, glaube ich. Ja. Naja, ja, ein paar halt. Selbst die Incestuous ist drin. So von jedem ja. einen, kann man sagen. Außer Picard. Von jedem einen, vielleicht von Picard, vielleicht zwei, drei mehr oder so. Ja. Von jedem Kostüm, was er getragen hat, weil er unbedingt in jeder Folge ein anderes tragen wollte. Ja, und dann kommt irgendwann die Frage, müssen sie sich für Strange New Worlds auch neu kaufen, weil sie haben ja theoretisch schon den Spock, die Nummer 1 und den Pike drin, aber die sind ja eigentlich aus Discovery. Ach du. Und tragen bestimmt auch wieder andere Klamotten, so wie wir Star Trek kennen. Ja, die Uniform für Strange New Worlds wird anders sein als für eine Staffel 2 Discovery. Überraschung. Genauso wie die Uniform der Staffel 4 Discovery eine andere ist als die Staffel 3 End-Uniform von Discovery. Am Staffel 3 Ende haben sie ja die bekommen, die Vance sich getragen ja hat. Gelohnt dann. Staffel 4 haben sie sich neu gemacht, weil sie gemerkt haben, das passt irgendwie alles vom, wie sich das mit den Farben auf dem Screen-Verhältnis irgendwie so. Sieht nicht gut aus. Dafür sieht es jetzt aus, als ob sie alle irgendwie einen Kartoffelsack-Sakko tragen, weil es an den überall einfach zu lang aussieht. Naja. Also selbst die Schneider waren früher bei Star Trek besser. Also keine Ahnung. Ja, ja, das wird dann wieder so, waren wir denn? Und halt dann noch die Sache, dass man sich halt irgendwie, am Anfang hat man sich noch gefreut, weil dann sieht man Pakete und man hat die ganze Crew noch nicht. Und jeder Crew hilft einem weiter. Man denkt sich, geil, den hat man jetzt gebraucht, weil man kommt nicht weiter bei der Galaxie-Mission, weil man braucht einen, was weiß ich, einen Dominion-Typen, der auf 1000 Diplomatie kommt. Da gibt's immer noch nicht so viel im Spiel. Und wenn man das dann schafft, diese eine Mission, dann yes, wieder was geschafft. Und das war halt dieses Feeling, was ich dann auch beim Free-to-Play-Charakter wieder hatte, weil am Free-to-Play-Account, weil sich halt alles noch frisch anfühlt und alles wertvoll. Und man sich denkt, boah, die Charaktere, die man zieht, die haben auch wirklich einen Effekt und einen Nutzen. Und man kommt immer höher rauf beim Event und so weiter. Und mittlerweile ist es so, oh scheiße, neuer Charakter, na, den muss ich wohl schnell möglich einfrieren, um wieder an Platz zu kommen. Und die Charaktere, die man sammelt, werden eigentlich eher zur Bürde. Ja. Regelrecht zur Last. Die Lilanen musst du ja mittlerweile alle einfach wegwerfen. Ja, und machst du Packages auf und so, hab ich schon. Geil, tolles Package. Das ist echt so, also wenn du so heute jetzt, wenn du jetzt so ein 25 Karten Paket kaufst, dann kannst du froh sein, wenn du zwei hast, die du noch verwenden kannst. Alles andere ist entweder schon eingefroren oder vollständig im Besitz. Das macht zum Beispiel Raid Shadow Legends, ja, ich weiß, so sehr man es auch bashen kann, besser, weil da spiele ich auch seit 3 oder 4 Jahren. Da habe ich aber noch nicht alle Charaktere und das fühlt sich immer noch wertvoll an, dann irgendwie zu ziehen. Und bei Timelines ist es irgendwie beliebig. Ich habe vorhin das Gefühl, dass da ein Algorithmus hinter steckt, dass du, also, keine Ahnung, machst irgendwie 3 Pakete auf und du hast locker 3, 4, 5 doppelte, dreifache, vierfache. Und das bei 1100 verschiedenen Crew-Auswahlmöglichkeiten. Hm. Und dann ziehst du irgendwie, keine Ahnung, 5-mal den 1-Bock, 3-mal den Kirk, 4-mal den Picard, 2-mal den Worf. Also immer denselben 2, 3, 4 Sterne-Typen. Aber so was richtig Neues. Ich meine, ich habe locker garantiert nicht mal die Hälfte der Charaktere. Wenn ich, warte mal, wo kommt man das einsehen? In der Stasis-Kammer, ne? Ja, 1139 sogar schon. Ui. 1139 und ich habe 593 im Besitz. Noch nicht mal die Hälfte. Du, Anno, schwach, schwach. 645. Über die Hälfte. Ja, Moment, du frierst garantiert, also
Levelst du noch ein, zwei Sterne-Charaktere durch und machst sie unsterblich? Ja, okay, vielleicht. Triggert da nämlich. Also kleiner Tipp, in der Stasis-Kammer geht die Zahl immer weiter rauf. Wir müssten theoretisch oben links, wo wir nicht hinklicken sollten, wo diese Erfolge sind, weil aber da ist die E-Mail-Adresse jetzt hinterlegt, da steht die tatsächliche Zahl. Da müssen wir es wieder rausschneiden, ja. Und wir sind gerade bei 3 Stunden Folgenlänge. Also, dann da raussuchen, wo man auf die E-Mail-Adresse geklickt hat, ist dann ein bisschen doof. Oh, what the fuck, wo sind denn jetzt die nächsten 1,5 Stunden hergekommen? Ich habe zuletzt bei 1,5, also war bei 1,30. Wir waren immer noch nicht im Zeitvertrag. So richtig. Oh mein Gott. Aber ja, das ist so viel dazu zu Geld ausgeben und Crewplatz. Es fühlt sich halt, und es gibt halt auch nicht wirklich eine Herausforderung, finde ich, im Endgame. Es gibt keine neuen Missionen, auf die haben sie einfach geschissen. No. Die waren geplant, aber sind nie gekommen und es fühlt sich irgendwie beliebig an. So, wenn irgendein neues Event rauskommt, du kannst das auch locker schaffen mit der Crew, die du hast und brauchst dann nicht die neuen Leute unbedingt, weil die dann vielleicht 3 mehr Security haben. Das ist der bisher Beste. Wow. Und das ist halt bei Raid oder so schon cooler, weil da brauchst du halt bestimmte Charaktere und bestimmte Sachen zu machen und um irgendwie weiterzukommen. Und ich hänge halt immer noch bei vielen Sachen, komme dort nicht weiter, weil ich halt spezielle Charaktere noch brauche. Und das fühlt sich dann wertvoll an, dann so eine zu ziehen und dann zu sagen, ach cool, so einen habe ich gebraucht. So ein, was weiß ich, reflektiert Schaden oder so. Und dann bei dem einen Boss, der halt darauf empfindlich ist, auf Schadensreflektion irgendwie weiterzukommen. Und das ist halt, bei Timelines ist es okay, du hast diese 6 Kategorien mit Command und Befehl und Diplomatie und so weiter. Und es fühlt sich halt irgendwie sehr beliebig an, ob da jetzt 3 oder 4 mehr Punkte sind, ist am Ende des Tages völlig egal. Zumal du ja mittlerweile, also sind wir ja beide, glaube ich, in dem Genuss, wo jedes Event hat einen Featured-Charakter, der das irgendwie mit unterstützt, gerade auch bei Skirmish oder solche Sachen, ja, den du einfach nur entfrieren musst, weil du den Trade, den Charakter, Kopie oder sonst was davon hast. Das heißt, jedes Event spielst du gefühlt eh mit den maximalen Möglichkeiten, um schneller durchzukommen. Also die Events sind keine Herausforderung mehr in dem Sinne. Zumal sie jetzt echt seit 4 Jahren absolut gleich sind, bis auf dieses eine ekelhafte Event, was sie, glaube ich, ein einziges Mal ausprobiert haben. Ach so, das, ja. Expeditions-Event. Ja, genau. Wo sich die Charaktere verbrauchen, wenn man sie verwendet. Ja. Das war zwar taktisch, aber total nervig. Ja, vor allem für ein Handy-Game finde ich dann schon wieder zu komplex. Also, ich am Handy, wenn ich ein Handy-Game zocke, keine Ahnung, in Busbahn oder sonst was damals ja noch, dann will ich nicht groß noch irgendwie rechnen, reicht das irgendwie, den Charakter so lange mitzuschleppen und wen muss ich noch mitnehmen? Ja. Sondern willst du einfach kämpfen und loslegen. Mhm. Und dir keine großen Gedanken darüber machen. Aber ich meine, wie schwer kann es sein, mal wirklich ein neues Event rauszubringen? Also wir bauen, shutteln und skirmischen uns so seit 4 Jahren hier durch. Ja. Skirmish ist ja ist relativ, es kam neu dazu vor 2 Jahren oder so. Oder 3. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, es ist auch nichts anderes als ein normaler Schiffskampf mit Boni. Ja, aber es ist trotzdem cool, weil du kriegst was daraus. Ja, ja, es ist das schnellste Event. Du kannst es immer weitermachen, du kriegst immer mehr daraus. Weil Bau-Event kriegst du nur bis zu einem gewissen Maß was raus und der Rest ist okay, Ego. Beim Shuttle genauso. Beim Shuttle komme ich nie weit, weil... Ist völlig egal, weil es gibt dann eh keine Belohnungen mehr. No. Das ist halt bei Skirmish schon cool, dass man halt einen Gegenwert hat und das beliebig hochtreiben kann. Aber an gewissen Punkt musst du halt nur sehr viel Chroniton ausgeben, um deine Skirmish-Karten wieder zu kriegen, damit du weiter dann kannst. Ja, aber da wartest du halt eine Reise ab oder so, dann hast du auch wieder Chronitonen. No. Oder man spart halt mal ein bisschen übrigens, was an eine Woche. Ich bin gerade bei der Q-Herausforderung, ne? Naja. Du musst jetzt mal raten, welche meine Gegner hier sind.
375 bis 915 Engineer. 375 bis 915 Engineer. 395 bis 964 Engineer. 345 bis 842 Engineer. 392. Ja, nur Fürsorger. Allesamt von vorn bis hinten durch. Ja, diese Abwechslung, ne? Das ist genau das, was ich meine. Ja. Der treten dann einfach nur, es ist der beste Charakter für dieses Event-Ding, also setze ich immer nur den ein und drücke auf Enter. Enter, 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 Enter. Enter, Enter, Enter. Ja, genau. Ja, dann verstehe ich schon, dass die Spielerzahlen runtergehen, weil irgendwann wird es halt beliebig. Ja, das Spiel steht, also eigentlich steht das Spiel de facto seit 2 Jahren still. Das, was sie letztes Jahr hinzugefügt haben, ist halt so marginal wenig eigentlich und auf große Fläche zu uninteressant. Also das Bergungsding ist so, jo, ich kann jetzt alle 1,5 Monate oder so kann ich einen Charakter bergen. Ja, okay. Dann spielst du das Spiel halt auch nur alle 1,5 Monate und wartest, bis das Ding aufgefüllt ist und fertig. Theoretisch, so viel kannst du es halt nicht leisten, weil dann fehlen dir immer Credits, wenn du sonst nicht spielst. Ja, schon klar, also keine Ahnung, so wie ich, wenn du 37 Mille hast, dann kannst du das irgendwie 37 mal machen, pro Charakter 1 Mille. Okay. Ja. Aber ich sag mal, wenn du jemand bist, der zu dem Zeitpunkt, als sie das eingeführt haben, schon total im Endgame war, komplett gelangweilt vom Game, dann holt dich das doch nicht hinterm Ofen hervor, um das Spiel dauerhaft zu spielen, wenn du dieses eine Feature nur alle 1,5 Monate nutzen kannst. Es bleibt halt dann echt nur dieser Ego-Aspekt, dieses ich möchte mein Erster sein im Event, ich möchte mal alle Erfolge abgefrühstückt haben. Ja. Ja. Weiß nicht, der Typ bin ich halt nicht. Ich mag dann halt auch irgendwie mein Wochenende genießen und nicht durchballern die ganze Zeit und 4 Tage lang nur Shuttles senden zum Beispiel. Oder mir einen Wecker stellen und sagen, oh geil, jetzt ist der Shuttle zurückgekommen, schnell neue losschicken. Oder Shuttle zurückrufen für Dilithium. Wie viel Dilithium da ausgegeben wird im Endgame. Ja, die Leute ihre Shuttles losschicken, zurückrufen und dafür Dilithium zahlen. Warum? Dass man danach den Picard kriegt? Den Picard? Der dann 2 Skiller ist und nie zum Einsatz kommt? Na, ich weiß ja nicht. Ja, es braucht halt echt ein bisschen mehr. Und stimmt schon, das, was du sagst. Wer weiß, wie lange es das Spiel noch gibt. Eh schon ein Erfolg für so ein Spiel, so lange draußen zu sein. Vor allem mit der Star Trek-Lizenz, wenn ich an andere Spiele denke mit Star Trek-Lizenz, denen es nicht so gut ging und die besser waren, Adversaries. Ja. Oder, Traxels, genau, ich wollte es gerade sagen. Gems of War, das war jetzt scheiße, aber gibt's auch nicht mehr. Lol? Ja, ich habe vorhin mit einer Herausforderung angefangen, ne? Ja. Ich bin Platz 1. Die letzten 3 Dinge habe ich verloren. Fürsorger bekämpft. Nee, ich habe bekämpft vielleicht, aber ich habe selbst keinen. Ich habe auch verloren. Na ja, schau, musst du öfter die Herausforderung spielen. Ja, merk schon. Also vor einem Jahr hätte ich mich noch gefreut. So geil, endlich Platz 1, das muss ich unbedingt halten. Dann kriege ich das Achievement auch. Wuhu. Ja, bin aber schon lange. Langweilig. Selbst das hole ich nicht immer mehr vom Mocker hier. Ey. Ja, oder allein ein VIP-Level zu erhöhen. Wie schwer kann denn das sein? Offenbar sehr schwer. Ja. Offenbar sehr schwer. Bin seit 3 Jahren maximales VIP-Level. Ja, dass man da irgendeinen Anreiz noch bietet für die Vielspieler oder viel Geldinvestierer. Stattdessen haben sie so einen sinnlosen Kram teilweise reingebracht. Tja, Himmelsmarkt. Neues Feature, wir haben das Hauptmenü hat total umgestaltet, es ist jetzt noch voller. Und die Menüflächen überlappen sich.
Die Wörter passen teilweise gar nicht in die Kacheln rein. Ja. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen, glaube ich, oder? That's Timelines in a nutshell. Weil eigentlich spielen wir keine Kadettenherausforderung, eigentlich spielen wir Ten-Herausforderungen. Wenn der Monk in mir das so liest, wie es da steht. Also. Okay. Ja, stimmt. Wollen wir ein Set verteilen schon, Anno? Ja, ich dachte, wir waren schon mal drin, dann haben wir wieder Themen gefunden und sind wieder abgeschwiffen. Also das 110-Paket hatten wir mal angesprochen. Ja, so, da würde ich immer durchrushen durch die, weil die kennen wir eh schon. Ja. So, Divergenz ist das Event-Paket im Gesamten. Dann gibt es noch Ich habe es nicht getan. Mit einem 9-5-Sterne-Held? Ja, das kann nur Tass sein, meiner Meinung nach. Ich wüsste nicht, wo ich das Ding sonst einordnen soll. Da. Commander Demos? Eine Demo. Ja, so schaut's auch aus. Ja, es wird Tass sein. Demo eines random Star Trek Aliens. Mit interessanten Fingern. Wie so ein Baum. Oder stimmt, wie so ein Geäst, ne? Ja. Ja. Als man in Harry den 60er Jahren noch... wenn 60er noch Aliens designt hat. Ja, das ist 70er. Also, okay. Sorry. Da muss ich die 60er in Schutz nehmen. Sieht ein bisschen so hippie-mäßig aus mit den Farben. Flower Power! Ja. Ja, Harry mit Zauberstab. Mhm. Harry Potter. Dann Brian must suffer. Ura Pentekirk, Taurus ohne Maske, das war auch der Tag, wo sie richtig happy war. Lieber nicht 2 Stunden vor allen anderen in der Maske sein. Und die zum Katze, Seven. Miau. Genau. Ein Teil, was sie auch seit 4 Jahren nicht verbessert hat, verbessert reine Shuttles mit 10-10 Premium Boost, kleiner als Schräger B, größer als. Wie schwer kann es sein, ein Formatfehler, der da... Wie schwer? Timelines, yes. Vielleicht gibt es das im Englischen nicht, den Fehler, weiß nicht. Und auf Deutsch scheißen sie ja komplett, also, ja. Aber ich bin jetzt zu faul, um da jetzt auf Englisch zu stellen und zu schauen, ob es den Fehler da auch gibt. Ja. Dann gibt es noch Engage Shuttle Autopilot Paket für 11 Euro. Weil wenn die zu faul sind, um den Fehler rauszupatchen, bin ich auch zu faul, um umzustellen. Premium Packs. Wegen der Nachricht. Vielleicht eure ein bisschen aufheben, wenn ihr wollt. Also ich habe noch 10. Die hebe ich mir jetzt auf, bis das Zeitportal-Update kommt. Das sollte ja irgendwann dieses Monat erfolgen. Und dann hat man vielleicht mehr Erfolg und hat nicht immer dieses Auswahl aus. Habe ich schon. Hey. Sondern Auswahl aus. Habe ich schon. Oh, einer fehlt mir dann noch. Cool. Danke. Ja, genau. Ja, und der Rest. Wie immer. As usual. Ja. Eine JF im Daborad. Daborad, 450 Baupläne von der ISS Defiant. Wen hast du als Hauptgewinn? Warte, wieder schnell reingehen ins Zeitportal. Wie heißt denn der? Begier Spiegeluniversum. Okay. Ach, der. Du? Mhm. Eine JF. Doppelfasern. Oh, Admiral Nechayev, okay. Mhm. Meinst du, soll ich gleich mal drehen hier? Ja, aber so lange bist du sie Christ, ne? Also. 5000 Dilithium später. Weißt du, da hast du alles aufgedeckt, nur noch sie fehlt. Ja. Und dann fehlt dir ein Dilithium oder so, um das Rad noch einmal zu drehen. Sie guckt schon so mit dem Finger, du drehst es noch einmal. Ah.
Als Lilane habe ich ja einmal Ailia aus dem ersten Kinofilm und Sukal, der seine Suppe schlürft. Datas Musketier und Beachy Robinson. Okay. Die Angebote, die es gerade gibt, sind vorhanden. Für 28 Euro gibt es 4200 Dilithium. Das gibt es auch besser auf anderem Wege. Ja. Dann für 11 Euro gibt es ein Package mit einer Erwähnung. Ja, ist ein guter Preis, sage ich mal. Standardpreis, aber Erwähnung gibt es auch dazu. Meistens ist die Erwähnung mehr wert als die Pakete inzwischen. Ja, irgendwie schon. Alle 10 Pakete aufgemacht und nichts gewesen. Sie hatten ja kurzzeitig mein Angebot drinnen, das habe ich eh in Dings reingestellt, in Discord. Das war richtig nice. Habe ich gesehen, ja. Für die 11 Euro. Das war richtig nice, das hätten sie auch drinnen lassen können. Ja, also. Ja, da hätte ich zugeschlagen. 11 Euro für 15 Pakete und 2000 Dilithium plus Erwähnung. Ja, wenn man sich das jetzt so anschaut, ich denke so, jeden Tag. Weniger. 28 Euro für 15 Pakete, 25 Shuttle Tokens und das, 2500 Alter. Chroniton. Wie Spaß wäre das kaufen? Ja. One time only. Puh, das muss ja ein besonders tolles Angebot sein. Man darf es nur einmal kaufen. Uhu. Ja, außer in 3 Wochen, wenn es wiederkommt. Also dann kannst du es nochmal kaufen. Und dann weitere 3 Wochen später nochmal. Aber es ist jedes Mal one time only. Also. Only for you. Die sieht garantiert kein anderer, diese Angebote. Die sind speziell auf dich zugeschnitten. Ja, mindestens, so will ich schon erwarten. Ich auch, ne? Ach, du bist auch gerade bei der Phalanx des Fürsorgers, ne? Ja, ich schalte auf den UI-Mode. Ja. Ich wollte gerade fast dasselbe vorschlagen. Mir fällt jetzt zum ersten Mal, in der Serie siehst du das Ding halt sich gar nicht so bewegen, da ist es ja mehr oder weniger stehend im All. Erinnern dich diese Plattform, also diese Flügel nenne ich es mal, an so Bausätze, wo du Plastik aus irgendwelchen Sachen rausstanzen musst. Stimmt. Jetzt würde es sein. Kann es sein, dass sie damals sowas in der Art verwendet haben dafür? Ich meine, damals haben sie ja noch Modelle verwendet, also. Ja, vielleicht. Wäre mal interessant zu wissen, also so Backstory dazu, naja. Ich meine, was da drauf sein könnte, ist so eine, so, wie heißt die, IKS-Keton oder so? Ja. Ja. Du hast da so ein Kopf da unten, so was Rundes, und dann so einen langen Hals und dann da wieder was Bäuchiges. Aber naja. No. Hast du Voyager jemals auf Englisch gesehen oder immer nur auf Deutsch? Boah. Ja, so auf YouTube halt. Aber keine ganzen Folgen, also immer nur Ausschnitte. Also ich kenne die Stimmen. Ich muss sagen, aber. Ja. Ich muss sagen, das hat mir, also mir macht es momentan sehr viel Spaß, das auf Englisch zu gucken, mehr als im Deutschen. Okay. Es kommt ein ganz, also teilweise in manchen Folgen und ganz viele Szenen sogar, kommt ein ganz anderes Feeling rüber, weil man kennt die Szenen im Deutschen und man hat so das, wenn man das dann vergleicht, dann denkt man so, also früher habe ich immer gedacht, die Deutschen geben sich schon relativ viel Mühe, die ganzen Synchronsprecher für alles, ja? Ja. Dann guckst du das auf Englisch und denkst dir auch, okay, die haben 60% weniger Emotionen in der Stimme als der Originalschauspieler. Was ich gerade schon krass finde. Und dadurch kommt für mich ins Voyager in einem ganz anderen Licht, allein in diesen ersten 8 Folgen, die ich geguckt habe oder so, komplett anders rüber. Wird es eigentlich nochmal nachsynchronisiert im Studio auf Englisch? Wenn was nicht verstanden wurde, ja. Aber grundsätzlich ist ja immer so ein Mikro mit dabei. Die nehmen ja schon auf, was die Schauspieler sagen. Aber oft ist, wenn ich was auf Englisch schaue, ist halt sehr viel Genuschel dabei. Und im Deutschen hört man es halt sehr klar. Ja,
weil die Deutschen halt explizit nur in das Mikro zwei Zentimeter vor sich sprechen, wenn die amerikanischen Schauspieler unten zueinander sprechen, also von einem Charakter zum anderen, während irgendwer 3 Meter über ihnen einen Mikrobügel hält. Das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt meinen Mikrofonarm so von dir wegdrehe. Ich glaube, so ist es auch nicht ganz angenehm für dich, mich zu verstehen, oder? Das finde ich halt immer... Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das finde ich halt immer also, ein bisschen doof, das dann im Original zu gucken, weil ich dann oft zurückspulen muss und was hat er jetzt gesagt? Und nicht, weil ich das Wort nicht verstehe, sondern weil ich halt gar nicht verstehe, was er redet, weil er halt so weit weg ist. Es geht eigentlich, also bei Star Trek haben sie sich ziemlich, also zumindest bei Voyager, was ich bisher gesehen habe, gute Mühe gegeben. Man versteht, also selbst ich mit meinen sehr reduzierten Englischkenntnissen, die früher wesentlich besser waren. Ich meine, ich hatte mal eine 2 im fucking Englisch, ja. Hab teilweise anderen Leuten Sachen erklärt auf Englisch im Unterricht, weil unser Unterricht war dann halt in Englisch abgehalten worden und wir sollten dann anderen Leuten Sachen auf Englisch erklären, frei aus dem Bauch heraus sozusagen. Mhm. Und heute sitze ich vor Spielen auf Englisch und denke mir, ich verstehe kein Wort, was das Spiel von mir will. Ja. Weil ich seit 12, 13, 14 Jahren nur noch dieses reine Büroenglisch schreibe mit den immer denselben 15, 16, 17 Fragen, die man untereinander austauscht mit dem Kunden, Auftraggeber oder sonst was. Es ist so runterreduziert auf nur noch diesen kleinsten Nenner. Und dann, du schreibst oder sprichst halt auch nicht mit Leuten aus England, Amerika, Australien. Nein, das sind halt, soll jetzt nicht kritisieren sein, aber es sind halt, keine Ahnung, Chinesen, Inder, mit gebrochenem Englisch. Also mit gebrochenem Englisch. Das heißt, ich gebrochen Englisch plus die gebrochen Englisch. Man versteht sich zwar schon irgendwie, aber der Lerneffekt ist halt überhaupt nicht mehr da. Hübsch ist es. Im Gegenteil, du verlernst alles. Schönes Englisch ist es nicht. Nee. Ja, kenne ich. Ja, das heißt, ich habe jetzt mal für mich angefangen, das A auf Englisch zu gucken. Eigentlich ursprünglicher Gedanke war so, guck mal, wie weit du dich durchhangeln kannst, weil gerade Star Trek hat ja auch viel Techno-Babble drin. Ironischerweise sind die Wörter aber teilweise dann in Deutschen nicht so abgewandelt worden wie andere Sachen. Also man selbst wenn die dann irgendwie von irgendwelchen... Ja gut, Slipstream oder so. Halt ja, genau. Dasselbe. Oder Polaron Particles, bla bla bla. Heißt Polaron Partikel auf Deutsch. Oder Chroniton Particles und so weiter. Also du kommst selbst bei den Technobubble gut flüssig mit, finde ich. So. Und wie gesagt, die Stimmung der Schauspieler ist teilweise sehr anders als im Deutschen. Im Deutschen entweder nüchtern oder wenig Emotionen. Im Englischen kräftiger von der Betonung teilweise her. Und was ich richtig schön finde, ist, die Tonqualität ist im Englischen eigentlich besser. Also zumindest von Musik und Soundeffekten. Die Musik in Deutschland wird meistens dann so ganz weit runter geregelt. Das heißt, die Background-Musik kriegst du gar nicht so sehr mit wie im Original. Ja, okay. Okay. Und da für mich ist es ein neues Erlebnis. Ich genieße es momentan. Deswegen bin ich auch momentan so auf meinen deutscher Positiv-Trip. Macht mir einfach Spaß. Weißt du, das ist der Unterschied. Ich gucke eine fast 30. Die Voyager ist fast 30 Jahre alt, ne? 94, 95, irgendwie sowas, ja? Ist 30 Jahre alt und unterhält mich mehr als Discovery. Ich will wieder die 90er an, no. Ne? Die waren einfach schön, ja? Diese Aufbruchsstimmung, ja? Mauer ist weg, der Osten ist weit weg, Russe besiegt, Kapitalismus siegt. Ja. Dann kam 2001 und es verdrehte sich alles über Jahre in die Gegenkehrt. Als die größte Gefahr noch war, shit, die 2000er kommen, alle Computer werden explodieren. Oh Gott, da kann mich echt noch erinnern, da gab es ganze Filme drum, die, wenn 00 Uhr im Jahr 2000 ist, dann gehen alle Computer kaputt. Die können das gar nicht, die können nicht Doppel-Null anzeigen, nee. So weit hat der Bill nicht gedacht. Das stimmt nicht. Oh mein Gott, ey. Das war noch Gedanken, das war noch Probleme. Als das Spannendste am Tag war, wer gewinnt bei Dingsens auf RTL das Familienduell? Ja, das ist,
Und nicht, was sind die Inzidenzzahlen, was machen die Politiker wieder, was ist da auch schon wieder für ein Krisenherd oder sonst wo. Nein, das Aufregendste war Familienduell. Und worauf man sich am Wochenende gefreut hat, war Wetten, das mit Thomas Gottschalk. Gott. 90er, Freunde, ich sag's euch. Ein weit unterschätztes Jahrzehnt. Okay, so wie du es jetzt erwähnst, klingt es jetzt nicht so cool. Ja, man muss sich halt einfach nur schönreden. Man denkt, die 90er ohne diese ganzen Boybands und so weiter, die Radios zugesungen haben, dann passt schon irgendwie wieder. Und Internet, genau. 90er plus Internet, perfekt. Da brauchst du das ganze Familienduell und so weiter auch nicht geben. Ah, nee. Boah, 3 Stunden 15. Eieiei. Eine kurze Folge. Ich hab am Anfang echt gescherzt mit diesen 3 Stunden. Weil ich einen Soundtrack drinnen habe, der für 4 Stunden geht, ne? Ich muss nochmal auf Start drücken, weil ich in der Mitte angefangen habe. Na, einfach im Video, also da, wo das Video läuft, rechtsklick und ganz oben ist Wiederholen. Da startet es von selbst. Wir können hier ein 12-Stunden-Video draus machen. Die wird es gar nicht auffallen, weil die Musik einfach immer wieder wiederholt. Ich glaube schon, wenn es das wird, auffällt. Ja, und nur noch den Kopf am Tisch zusammenschlagen. Aber alles ist vorbei. Also ja, ich für meinen Teil werde durch. So richtig. Ja. Dito. Ich merke auch gerade, mein 2 Stunden 41 Stellaris Soundtrack ist durch. Ich bin schon bei Herr der Ringe angekommen. Herr der Ringe im Weltall. Okay. Das kann man auch machen. Es war im Autoplay. Ich habe nicht wiederholen geklickt, weil ich nicht davon ausging, dass wir heute so lange machen. Das nächste kommt ein Beats Meet Video oder irgendwas. Das Geschrei von Jay wäre mir schon früher aufgefallen. Herr der Ringe ist aber heute richtig kraftvoll. Ja, aber den merkst du es halt. Immer wenn der am Verlieren ist, das ist ein Skandal! Die Orks sind aber heute wieder hässlich. Oh, ist doch nur Pete. Naja. Na gut, dann haben wir das auch noch gedisst. Alle Beats Meet Fans. Ach, die sind's gewöhnt, glaube ich. Je größer du bist, desto leichter wirst du auch gedisst. Ich fühle mich voll hier unterhalten, also von daher. Guti, dann geben wir mal ab. In die ferne Zukunft der nächsten Woche. Zukunft? Was wird wohl alles passieren in den Timelines? Wie viele neue Features werden wohl released werden? Kannst du schwenken von neuen Spielmodi und epischen Inhalten? Ja. Eigentlich hätte jemand, als sie diese Zusammenfassung des letzten Jahres da gemacht haben, so mit allen ihren tollen Features und Errungenschaften und was sie nicht alles erreicht haben 2021, um das Spiel voranzubringen, hätte jemand wie damals bei Diablo bei dieser Mobile-Ankündigung als Kommentar hinschreiben müssen: Ist es ein Out-of-Season April Fool's Joke? Are you kidding me? Einfach so Grillenzirpen einfügen. Timelines 2020, Timelines 2021. Wann ist es vorbei? Bitte tötet mich. Und wir zocken es immer noch. Ach, oh, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, nicht nur das, wir leiten eine ganze Flotte, wo wir auch noch einen Flottenchat drüber haben, wo wir drüber diskutieren, wollen wir die jetzt wirklich kicken, weil die inaktiv sind oder nicht. Was tut dieses Spiel mit uns? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch so geht. Als langjährige Star Trek Timeline-Spieler, ob ihr immer noch mega Bock auf das Spiel habt oder euch manchmal denkt, warum tue ich denn den Shit?
den ich tue. Also ich habe für mich mittlerweile einen gesunden Motivation ist. Meine Motivation ist, wenn ich keine YouTube-Videos machen würde, hätte ich, glaube ich, keinen Bock mehr aufs Spiel. Ja, Tito. Also das ist eine Motivation, deswegen hatte ich auch sehr viel weniger gespielt, als wir nicht zusammen aufgenommen haben. Was aber hilft, ist auch gern mal ein Event einfach aussetzen, bewusst aussetzen, sich nicht die Qual machen, ich muss jetzt diesen neuen 4-Sterne-Dude sammeln, nur um ihn irgendwann wieder wegzufrieren. Ja. Das ist teilweise echt ein Frust, wenn du mit solchen Gedanken rangehst. Das heißt auch, dann verlierst du wirklich die Lust am Spiel. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, irgendwann kriege ich den doch sowieso, ob ich den jetzt im Event sammle oder in einem Dreivierteljahr später im Rerun-Event des Events sammle oder irgendwann in anderthalb Jahren über das Zeitportal kriege. Ich kriege diesen Charakter sowieso irgendwann. Ja. So why soll ich mir jetzt diesen Stress machen? Also einfach mal, wenn ihr merkt, der Downer ist da, einfach mal ein Event aussetzen. Und gucken, wie es in der nächsten Woche ist. Es ist immer noch so, dann nochmal aussetzen. Und spätestens nach der dritten Woche huckt dich das Game irgendwann sowieso wieder zurück. Einfach, weil du dich davon entlastest. So, das waren meine letzten Worte. Mhm. Bevor wir hier auf die 4 Stunden zugehen langsam. Ja, kann ich verstehen. Und bei mir war es der Free-to-Play-Account auch. Den einfach wieder anzufangen und zu sehen, okay, cool. So spielt sich das Spiel ganz frisch. Und es gibt Herausforderungen, die man erledigen kann. Und die nicht so leicht sind ganz am Anfang. Und wie man das hinkriegt. Ja, das war halt einfach ein frisches Herangehen und die Charaktere fühlen sich wieder wertig an. Schnitt auf den Account und so, okay, alles klar. Okay, das kann ich noch nicht machen, die Mission kann ich auch noch nicht abschließen. Schnitt zurück hier hin. Ach, das war so erfrischend. Na guti. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dann auch noch fürs Dabeisein. Wie gesagt, gerne in die Kommentare rein mit eurer Motivation, das Spiel zu spielen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ja. Von Motivation 3 Stunden, unsere Videos 25, zu gucken. 27 Sekunden. Diese Rant-Videos. Respekt an alle, die das geschafft haben. Normal macht man es immer so, schreibt dann irgendwas in die Kommentare, ne? Ja. Schreibt Kahn in die Kommentare oder irgendwas. Kahn. Wir werden uns wieder wundern, wenn wir dann die Videos, wenn wir dann nur die Kommentare sehen und sehen dann irgendwo Kahn. Ich habe mich echt mal selbst damit überrumpelt. Toni und ich haben ja dieses Talk-Ding da gemacht, so Lower Decks und sowas, ne? Was ja auch relativ lang teilweise ging, diese Videos. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, also wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare die Zahl 17 oder 18 oder 24 oder sowas, ja? Das fragen wir dann nächste Woche wieder ab. Ich glaube ja gar nicht, dass ich mir das bis nächste Woche gemerkt habe. Ich habe mich dann über diese Kommentare gefunden. Scheiß 18. Was willst du mir sagen? Ich verstehe es nicht. Hatte letztens einen Kommentar bekommen. Da war ich aber unterwegs und habe es nur am Handy gesehen. Und sie hat einen Kommentar unter den Timelines-Folge. Habe halt gesehen, dass Folge, was weiß ich, 298, sage ich jetzt mal. Und der Kommentar war, wann kommt 11? Was? Was? Ja. Okay. Habt ihr aber auch zurückgeschrieben, was meinst du jetzt mit 11? Wahrscheinlich nach 10. Ich weiß nicht, was ich zurückgeschrieben habe. Hey, was meinst du jetzt damit? Nach 10 vor 12. Und am Computer habe ich dann erst gesehen, worauf es sich halt bezogen hat. Und da sind wir halt über die Episode 10 drüber gegangen. Und dann dachte ich, er meint, wann eine neue Episode released wird. Aber ja. Also, gefühlt ist es jetzt über 2 Jahre her, dass die letzte Episode mal released wurde. Mhm. Aber dann einen Kommentar zu kriegen, wann kommt 10? Okay. Vor allem bei so einer Uralt-Folge, wo man nicht weiß, was man da geredet hat die ganze Zeit. Ja, das ist ja das, was wir vorhin schon machen. So, wir sind schon wieder über die Verabschiedung hinaus und talken einfach weiter.
wo wir vorhin gesagt haben, nutzt Zeitstempel, damit wir im Zweifel Tage, Woche, Monate, Jahre später verstehen, worauf ihr hinaus wollt. Ja. Ja, das mit Kahn merken wir uns vielleicht noch. Vielleicht gerade noch so. In den ein, zwei Wochen jetzt. Aber wenn dann 4 Jahre später Kahn drin steht, werde ich mal denken, was? Es ist echt erschreckend, ne? Im Nachhinein bin ich teilweise echt überrascht, wie sich manche Projekte entwickelt haben. Wo man am Anfang dachte, naja, gut, machst du vielleicht 20, 30 Folgen draus und ich sag nur, wie ist das war's dann. Starborn? Okay, haben wir nicht viele Folgen gemacht, aber da war ich überrascht über die Aufrufzahlen. Da war ich auch sehr überrascht. Die kamen aber auch erst, nachdem wir es veröffentlicht hatten. So. Wir hatten es aufgenommen, glaube ich, diese 3 Folgen, dann rausgehauen und dann irgendwann stellt man so fest, oh, das haben 8000 Leute geguckt. Ja, und wir dachten auch, warum? Was für ein Scheiß, wird nie jemand spielen. Wird bald wieder eingestellt. Ich habe jetzt mal auf die Seite geguckt, das gibt's immer noch, das Spiel. Mittlerweile aber, ja. Über die Early Access Alpha Geschichte mal hinaus. Schauen wir mal. Damals war es ja eine Demo, die irgendwann immer wieder resettet wurde, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Steht jetzt nichts dabei. Demnächst. Starborn Reload. Ja, da war ich zum Beispiel überrascht, weil du gemeint hast, wie manche Projekte überraschen. Aber ich höre die Aufrufzahlen. Ja. Mich erst nur überrascht. Aktuell bin ich. Ich glaube, es ist alles, was, was es nicht auf Steam gibt, so. Speziell und muss man sich erstmal so irgendwas runterladen und das ist dann nicht so bekannt. Sobald es auf Steam raus ist, kommt man vor. Ja. Speziell. Ja, spielt es halt eine gewisse Masse, ne? Wenn es richtig gut ist, dann spielt sowieso jeder Große, dann kennst die Masse komplett, dann bist du als kleines Licht eh außen vor. Je kleiner und unbekannter das Spiel ist, desto mehr kommst du nochmal durch. Aber bei diesen kleinen Unbekannten, wenn sie dann komplex sind, dann gibt es halt immer noch diese Extremgamer, sag ich mal, die Spiele, weiß nicht, im Blindflug durchspielen können und dir alles dazu erklären können, während ich dann, wie bei Stellaris als Beispiel, ja, da sitze und mir denke, was will das Spiel jetzt eigentlich von mir? Das hat sich mal komplett anders gespielt. Ich raff's nicht mehr. Hört auf, das ständig umzubauen. Ja. Ja, aber dann guckst du, weiß nicht, so 10 Minuten Steinwallen, der da irgendwie das vorliest, als ob er gerade irgendwie einen Oxford-Beitrag macht oder sowas. Das ist völlig und klar. Denkst, ja, das macht schon. Und das und so. Okay. Zeig mir nochmal das Menü, wo du gerade rumklickst. Ah. Ja. Echt so. Na guck mal, es gibt sogar schon eine Erweiterung für Starborn. Starborn Frontiers. Sollten wir vielleicht mal herzeigen. Ich war ja von Starborn am Anfang ja auch ziemlich begeistert von dem, was ich in den Trailern gesehen habe. Den hatte ich ja dir die Trailer gezeigt und gesagt, weißt hier, deine Nachricht. Sieht, müssen wir unbedingt, das könnte unser neues Stellaris sein. Plus, ich war immer auf der Suche, mittlerweile habe ich das aufgegeben, nach einem Spiel, wo man die komplette Community mit einbeziehen kann. Das kann halt jeder online mitdaddeln, ja, wenn es ein Free-to-Play-MMO ist. Stellaris muss halt jeder kaufen und das geht dann, wenn nur in Multiplayer-Sessions mit begrenzten Spielerzahlen, so ein Free-MMO, hätte jeder mitdaddeln können, aber es war halt irgendwie, Trailer sahen gut aus, Grafik sah gut aus, aber dann hast du es gespielt und es war irgendwie nicht das, was mich überzeugt hat, dich ja auch nicht damals. Ja. Mit diesen Karten, die dann boostern und dann irgendwie immer weiter, wie so, es fühlte sich an, wie so die Weiterentwicklung oder Evolution von alten Browser-Games, sowas wie O-Game oder sowas, falls ihr das so was sagt. Nee, okay. Aber ich weiß, was du meinst. Halt einfach nicht fertig und man wusste auch nicht so richtig, wo führt das jetzt hin? Ist schon recht langweilig so.
Ja, vor allem einen langen Atem. Also du hast ja teilweise so Bauprozesse gehabt, wo du denkst, stimmt, kann ich jetzt bauen und komme ich in 2 Tagen wieder und es ist fertig oder so. Kriege ich jetzt einmal und dann komme ich in 3 Tagen wieder. Wow. Was ein Inhalt. Ja, aber es gibt ja Leute, die sowas offensichtlich begeistern. Und wir haben da echt mit diesen 3 Videos, es waren glaube ich 3, oder? Oder waren es mehr? Keine Ahnung. Also, den ziemlichen Treffer gelandet, ironischerweise. Also, noch nicht mal von der ersten Folge. Ja, da guckt ja jeder rein, keiner hat es noch gekannt, denkt sich, Star? Stellaris? Hm? Ein Spiel mit Star von 2 Leuten, die Star Trek und Star Wars gespielt haben, kann nur gut sein. Sieht man eh schon, wie die, ja, sieht man eh, wie die Aufrufzahlen dann runtergehen. No. Oh ja, klar, überrascht war ich auf jeden Fall. Na, was reißt man noch an für ein Thema? Keine Ahnung. Ich wollte gerade nochmal auf Star Trek der Aufstand kommen, also was das Spiel, was ich aktuell spiele, oder ja. Hidden Evil, wie es im Englischen heißt. Hat mich auch total überrascht. Schaut's, ich hätte eigentlich vorbei gedacht. Ja, genau. Star Trek der Aufstand, jetzt auf Anheilig. Ich hätte zum Beispiel eigentlich viel mehr Aufrufe von diesem Doctor Who Game erwartet, weil das mal was komplett Neues ist. Zumindest auf meinem Kanal. Und es haben kaum irgendwelche Leute groß gespielt, weil es ursprünglich ein VR-Titel war, so wie Bridge Crew damals, nur nicht so groß wie Bridge Crew. Und jetzt wurde es halt umgeformt auf dass du es normal spielen kannst, ne? Oder das ist halt das Problem, dass es die Leute halt nicht erwarten auf deinem Kanal und sich denken, oh, auf deinem Kanal will ich Star Trek sehen. Das sind mit Doktor, kann natürlich sein, aber es gibt zumindest eine gewisse Schnittmenge an Leuten, die Star Trek mögen und auch Doctor Who mögen, weil es schon eine ähnliche Prämisse hat, so von der Message, die es verbreitet, sag ich mal. Mhm. Okay. Und dann habe ich, weil es bei GOG rauskam, also Good Old Games letztes Jahr im September oder Oktober, dieses der Aufstand gekauft. Und war ein bisschen geflasht von den Aufrufzahlen davon, weil das hat selbst die Star Trek Online Aufrufzahlen der letzten Monate in den Schatten gestellt, wo ich, wow, okay, ein über 20 Jahre altes Spiel, haut aber ganz schön rein offensichtlich. Ja, sehe es gerade, 250 Aufrufe, erste Folge. Ja. Ich kann es so auch noch nicht, also ganz interessant. Bis auf damals, ja, hab ich dir, glaub ich, da hat es doch einer gestreamt und ich habe es dir geschickt und da meintest du so, ja, rat mal, was ich gerade aufnehme oder was bald kommt. Ja. War für mich aber kompletter Blindflug. Also an 1, 2, 3 Stellen bin ich schon ein bisschen so gestruggelt, was will das Spiel von mir? Ich meine, wie Spiele heute sind, was die für Rätsel und Schwierigkeiten in den Weg legen, sind ganz andere als von vor 20 Jahren. Und das ist aus einer Zeit, wo ich noch nicht mal einen PC hatte. Meinen ersten PC hatte ich so um 2.1, 2.2, 2.3, irgendwie so. Nee, warte mal, 2.1 hatte ich definitiv ein. Das weiß ich. Weil wir alle wissen, was wir am 11. September 2001 gemacht haben. Also deswegen weiß ich, dass ich da einen PC hatte und ich hatte da Star Trek Armada gespielt. Aber 99 definitiv noch nicht. Ja, da hat man noch alle Bammel, dass es den PC zerlegt. Wieso denn dann jetzt schon PC kaufen? Jetzt in die Nullerjahre nicht überlebt. Wir haben wohlweislich gewartet, bis 2000 vorbei war. Ja. Also du, ich hatte schon früher. Ja, definitiv. Mein 10-jähriges Ich, mein 10-jähriges Ich hat zu mir selbst gesagt, wünsch dir kein PC bis 2000 durch. Das geht nicht gut. Gudi, so. Bevor ich jetzt noch wieder irgendwo anders hinreise, 3 Stunden 37, danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne kommentieren, abonnieren, liken, schaut auf den Discord-Server vorbei. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke an Valvo. Hab ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich gebe ab. Hummel, Hummel, Mots, Mors. Das war gerade so schön episch. So die Pause. Ich kann nicht mehr. Guti, dann. Jetzt waren jetzt 3 Stunden 40 durchgelabert. Also irgendwann ist meine Batterie leer. Ah, no, exit, stop working.
404 Error. Na gut, liebe Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dann Anno fürs Beisein. Euch fürs fleißige Kommentare schreiben, Zwinker. Durchhalten, Kahn schreiben, nicht vergessen. Fürs Durchhalten. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal in den epischen, unendlichen Landen von Star Trek Timelines. Was wird uns da wohl erwarten? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Alter. Oh mein Gott. Ich mach daraus später. 3 Parts wieder. wie konnten wir denn bitte nicht erwähnen, dass wir ein Flottenmitglied namens William Shatner haben? Also der Shatner, der echte Shatner ist bei uns in der Flotte. Der schreibt sich ja Kahn. Bestimmt.